einzigartig. Im Großen wie im Kleinen. Traditionell, kulturell und kulinarisch. Selbstbewusst, heimatverbunden und freiheitsbewusst. In seiner Sprache, seinem Handeln, seinen Überzeugungen. In der Vergangenheit, der Gegenwart, in der Zukunft. Eigenständig, unabhängig und doch weltgewandt. In Wirtschaft und Politik. Das sind wir. Das ist Baden-Württemberg. Wir im Südwesten blicken auf eine lange Tradition freiheitlicher und demokratischer Bestrebungen zurück. Bauernaufstände in Württemberg, Erste Deutsche Republik in Lörrach. Oder Literaten wie Friedrich Schiller und Georg Herwegh. In unserer Geschichte ist die Auflehnung gegen autokratische Strukturen tief verwurzelt. Dieser Tradition fühlt sich die AfD-Fraktion verpflichtet. Unsere Motivation, ein souveränes Volk, Meinungsfreiheit und demokratisch aufgebaute Strukturen. Die Alternative für Deutschland entstand aus dem Volk heraus. Sie ist eine echte Bürgerbewegung. Die AfD ist derzeit die einzige echte Opposition in Baden-Württemberg, in ganz Deutschland. Seit wir 2016 in den Landtag gewählt wurden, vertreten wir den Willen unserer Wähler. Mehr direkte Demokratie, verlässliche innere Sicherheit, konsequente Asylpolitik, soziale Sicherheit, bezahlbarer Wohnraum, Bürokratieabbau, maßvoller Umweltschutz und die Stärkung des ländlichen Raums. Erhaltung und Ausbau unserer Wirtschaft bilden die Basis dafür. Die AfD-Fraktion will den Erfindergeist und die Kreativität, die für Baden-Württemberg so typisch sind, erhalten und weiter stärken. Ich unterstütze Familien, denn sie sind die Keimzelle unserer Gesellschaft. Ich trete ein für soziale Marktwirtschaft und engagiere mich für individuelle Selbstbestimmung. Ich trete ein für eine ideologiefreie Energiepolitik ohne Umweltzerstörung. Offene politische Diskussionen und Volksabstimmungen gehören für mich zum Rückgrat einer demokratischen Gesellschaft. Ich setze mich für den Erhalt unserer schönen Heimat ein. Wir sind die liberal-konservative Partei im Südwesten, die sich für die Freiheit der Bürger einsetzt. Und Sie, die Bürger, sind der Souverän dieses Landes. Für die Freiheit in liberaler Tradition. Ihre AfD-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, willkommen beim 6. Livestream zum Thema Corona, heute wieder mit einem neuen Schwerpunkt. Wir alle haben in den letzten Monaten massive Einschnitte in unseren Alltag, in sämtliche Lebensbereiche erdulden müssen. Freiheiten, von denen wir dachten, dass sie für immer sicher sind, wurden uns genommen und das quasi über Nacht. Diese Freiheiten stehen uns aber zu. Sie werden vor allem durch unser Grundgesetz geschützt und garantiert. Sie sind nicht verhandelbar und stehen nicht zur Disposition durch Berufspolitiker, die sie uns je nach Lust und Laune gewähren oder auch entziehen. Heute möchte ich mit Abgeordneten der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg diese massiven Einschränkungen unserer Grundrechte diskutieren. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen des Landtags werfen und berichten aus dem Plenum. Unseren Fokus richten wir dabei auf die Frage, ob das Grundgesetz eigentlich noch gilt und ob die beschlossenen Maßnahmen, die uns unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung einschränken, einer kritischen Prüfung standhalten. Daher lautet unser heutiges Thema die Aushöhlung der Demokratie. Wer jetzt einwendet, wir leben doch in einem freien Land mit einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, die kann man doch nicht einfach so abschaffen,
Dem verspreche ich ein paar interessante Fakten aus der Welt von Politik und Macht, die Sie vielleicht zum Nachdenken anregen. Ich freue mich gleich auf den medienpolitischen Sprecher Heiner Merz, auf den Leiter des Arbeitskreises Europa und Internationales, Emil Senze, und auf Rüdiger Kloß, der den Arbeitskreis für Justiz- und Verfassungsfragen des Ständigen Ausschusses leitet. Wenn Sie Fragen an diese Parlamentarier haben, benutzen Sie wie immer die Kommentarfunktion unter diesem Livestream. Wir bemühen uns, alle Fragen in der Diskussion zur Sprache zu bringen. So, und nun bitte ich den Leiter des Arbeitskreises zum Ständigen Ausschuss, Rüdiger Kloß, um seinen kurzen Beitrag zum Thema. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen. In einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung erfolgt die Kontrolle der Regierung durch das Parlament, durch uns Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg. Demokratie ohne Freiheit ist unmöglich. Demokratie ohne Geltung von Recht und Gesetz kann es nicht geben. Die bürgerlichen Freiheiten sind die absolute Grundlage unseres Staatswesens. Der deutsche Nationalstaat ist geboren aus dem Wunsch nach Freiheit und für die Freiheit. Das Zusammenleben seiner Bürger wird durch unser Grundgesetz, unsere Landesverfassung, Gesetze und Verordnungen geregelt. Das ist uns in Deutschland seit Gründung unseres Landes immer gut gelungen. Aber seit Jahren müssen wir feststellen, dass die Regierenden immer weniger Lust verspüren, sich an Gesetze zu halten. Sie empfinden Gesetze und Verfassungen als Einschränkung für ihre grenzenlosen Machtgelüste. Gesetze werden erlassen, aber nicht, um dem höheren Ziel mehr Gerechtigkeit zu dienen, sondern um das eigene Wohl einer immer mächtiger werdenden Kaste zu mehren. Gesetze werden zum Kampfmittel gegen den politischen Konkurrenten und letztendlich zum Mittel der Einschüchterung, der Einschränkung und der Kontrolle der Bürger, also von Ihnen und uns allen. Als Partei der bürgerlichen Freiheit bewegt uns in der AfD die Sorge, dass mit wiederholtem Rechtsbruch die Axt an die Grundlage unseres Staatswesens gelegt wird. Diese Sorge ist begründet. Betrachtet man sich die Aufeinanderfolge einmaliger politischer Entscheidungen gegen die Interessen unserer Bürger und gegen die Rechtsordnung unseres Staates. Im Moment sind alle bürgerextremen Einschränkungen ausgesetzt. Will man analysieren, wie es dazu kommen konnte, ist ein Blick in die Geschichte unseres Landes hilfreich. Man stößt sofort auf ein gravierendes, einschneidendes Ereignis, auf die Abschaffung der D-Mark. Wir haben uns unsere bewährte, mit dem Fleiß und der Arbeit der Menschen erwirtschaftete Währung einfach widerstandslos wegnehmen lassen. Alle Warnungen gegen diese Abschaffung wurden in den Wind geschlagen. Das Resultat kennen wir. Zuerst wurden die Maastricht-Kriterien gebrochen, zum Beispiel der Verschuldungsgrad. Gab es Konsequenzen für die Täter? Nein. Dann kam die Griechenland-Krise. Plötzlich haftete Deutschland für Schulden anderer Länder. Jede Zusage, jede Vereinbarung, die uns die Politiker vorher gegeben haben, haben sie gebrochen. Die Griechen wurden aus der Rückzahlungsverpflichtung für ihre Schulden entlassen. Gab es Konsequenzen für die Handelnden? Nein. Dann kam die Atomkrise 2011, dann kam die Flüchtlingskrise 2015. Die Regierung öffnete die Grenzen und erlaubte, unter eindeutigem Bruch der Gesetze, den illegalen Zuzug von Millionen. Dann kam die CO2-Krise, die Klimakrise. Merkel hangelte sich von Krise zu Krise, nahezu alles selbst gemacht, durch Bruch von Recht und Gesetz. Gab es Konsequenzen für Madame Merkel? Nein. Und jetzt die Corona-Krise, auch wiederum größtenteils selbstverschuldet. Keine Vorsorge getroffen, keine vorausschauende Planung. Keine Lagerbestände für Schutzkleidung angelegt. Wie reagieren die Altparteien angesichts der Krisen? Etwa souverän, planvoll und logisch? Nein.
mit blindem Aktionismus und außer Kraftsetzung der Grundrechte. Sie alle kennen unser Grundgesetz, das uns unsere Rechte garantiert. Mit dem Vorwand der Krise begann die Regierung Stück für Stück unsere Grundrechte einzuschränken, abzubauen und auszuhebeln. Das Zauberwort, mit dem gearbeitet wird, heißt Corona-Verordnung. Artikel 1 unseres Grundgesetzes sichert uns die Menschenrechte. Diese wurden massiv eingeschränkt, unter anderem durch eine wenig hilfreiche Zwangsvermummung. Ich denke hier an die Gesichtsmasken. Artikel 4 unseres Grundgesetzes sichert uns die Religionsausübung. Abgeschafft. Verbot von Gottesdiensten. Artikel 5 unseres Grundgesetzes sichert uns die Meinungsfreiheit. Abgeschafft. Durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz für die sozialen Medien. Artikel 8 unseres Grundgesetzes sichert die Versammlungsfreiheit. Auch diese wurde durch Corona-Verordnung abgeschafft. Artikel 11 unseres Grundgesetzes gewährt die Freizügigkeit. Auch diese Freizügigkeit wurde durch Corona-Verordnung abgeschafft. Und nicht nur das. Sie wollen Ihre Großeltern im Pflegeheim besuchen? Verboten. Sie haben eine Zweitwohnung in einem anderen Land des Bundes? Pech gehabt. Ihnen wird der Zugang, der Zutritt zu Ihrem eigenen Eigentum verwehrt. Sie dürfen Ihr Eigentum nicht mehr nutzen. Meine Damen und Herren, ist das wirklich alles rechtens? Ist das noch eine freiheitlich-demokratische Grundordnung? Oder sind wir schon in dem Weg in die Altparteiendiktatur? Wie kann man sich wehren? Bleiben Sie bei uns, diskutieren Sie mit uns. Als Leiter des Arbeitskreises Ständiger Ausschuss im Landtag von Baden-Württemberg, der sich mit Rechts- und Verfassungsfragen beschäftigt, freue ich mich zusammen mit meinen Kollegen auf Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis gleich in der Diskussionsrunde. Ja, liebe Zuschauer, ich darf Sie jetzt live in der Diskussion begrüßen und außerdem bei mir habe ich den medienpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Dr. Heiner Merz. Hallo. Hallo. Den Leiter des Arbeitskreises Europa und Internationales, Emil Senze. Hallo zusammen. Guten Abend. Und den Leiter des Arbeitskreises zum Ständigen Ausschuss, Rüdiger Kloß. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und biete gerne nochmal an, dass Sie Fragen zu den Themen Demokratie, Freiheit, Rechte und Rechtsstaat an die Abgeordneten stellen. Dafür steht Ihnen die Kommentarfunktion unter diesem Livestream zur Verfügung und wir bekommen Ihre Fragen dann in die Diskussion hereingereicht. Übrigens freuen wir uns auch, wenn Sie diesen Stream teilen, dass auch Ihre Freunde uns sehen können. Ja, heute ist der 7. Mai 2020. Der Corona-Lockdown hält nun bereits seit 8 Wochen an. 2 Monate, in denen wir nun auf wichtige Freiheitsrechte verzichten, zugunsten der Gesundheit der Menschen in Deutschland. Unter dieser Prämisse, dass die Gesundheit der Menschen geschützt werden muss, haben wir enorme Einschränkungen hingenommen. Im Beitrag von Rüdiger Kloß ist das ja schon angesprochen worden und das möchten wir jetzt vertiefen. Seit vorletzter Woche gibt es erste vorsichtige Lockerungen, begonnen mit einer Öffnung der Geschäfte ab einer Größe von, bis 800 Quadratmeter Fläche. Seitdem haben wir täglich Diskussionen über Lockerungen, ein weiteres schrittweises Zurückkehren zu einer Normalität, die sich viele von uns so sehnlich wünschen. Herr Dr. Merz, meine erste Frage geht an Sie. Was vermissen Sie denn am meisten? Freizeit, Freizeitbeschäftigungen, Spaß am Leben. Weil es ist doch tatsächlich so, ja, man ist in seiner Umgebung dauernd, man ist in seinem Arbeitsplatz, man ist zu Hause, es ist auch schön zu Hause, aber natürlich das normale Leben, das richtig normale Leben, das wir damals so für umsonst, für gratis genommen haben und das uns eigentlich jetzt bewusst wurde, was uns da überhaupt fehlt. Fortgehen, Freunde treffen, Familie besuchen, Kino,
Restaurante, also die ganz normale, das ganz normale Leben, das, wie gesagt, wir nicht geschätzt haben, aber jetzt wirklich vermissen. Mhm. Ich zumindest. Mhm. Der Sport gehört ja da auch dazu und Vereinssport ist ein wichtiger Bestandteil auch des öffentlichen Lebens. Ja. Im Moment kann man aber den Eindruck haben, dass der Profisport, speziell der Fußball, regelrecht auf Lockerungen drängt. Stimmt das oder ist es richtig? Haben die recht? Ja, massiv. Also es kommt natürlich aus Kommerzgründen von den oberen Ligen, dass da massiv Druck gemacht wird, aber natürlich auch der Amateur oder Hobbyfußball oder die anderen Ligen, die sind wichtig. Das sollte man nicht vergessen beim Ganzen, dass tatsächlich auch Fußballvereine, wie jeder Sportverein, sehr viel Freizeitgestaltung den Leuten ermöglicht, sehr viel Sozialleben ermöglicht, sehr viel Gemeinsamkeit ermöglicht. Und wir Menschen sind Sozialwesen und das wird quasi von so Sportvereinen sehr gut wahrgenommen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt im Moment sehr vermisse. Emil Senze, nun kann es einem auch so vorkommen, dass sich die Länder gegenseitig überbieten im Moment und deshalb es zu einem hektischen und unvorsichtigen Aufheben der Schutzmaßnahmen kommt. Es könnte einem aber auch so vorkommen, dass die Rückkehr zur Normalität immer noch zu zögerlich erfolgt. Immerhin leidet die Wirtschaft, hinter der ja Familien und Existenzen stehen, jeden Tag. Ja, das hat ja mehrere Aspekte, Frau Christen. Tatsache ist ja, dass man das differenzieren muss. Einmal die Notwendigkeit, nicht aufgrund der Datenlage, zum Zweiten aufgrund des politischen Klimas, der Öffentlichkeit und zum Dritten den Ansteckfaktor, den der Herr Söder unterlegen ist, nicht, der sich ja ausschließlich nach Österreich orientiert und meint, er müsste ein früher Volker sein und dadurch eine Reputation in Deutschland gewinnt. Und Österreich ist besonders streng. Österreich war besonders streng, hat aber Lockerungen schon durchgeführt und die Gastronomie, von der das Land auch stark abhängt, wird jetzt geöffnet. Eigentlich könnte man sagen, wenn die Österreicher das schaffen bei dieser Lage, könnten wir das auch, weil bei uns sind ja die Fallzahlen deutlich zurückgegangen sind. Aber es ist ein Wettbewerb der politischen Systeme. Die Landesvertreter haben wohl erkannt, dass sie vielleicht überzogen haben und jetzt meinen sie, das zu lockern. Und jetzt haben wir ja, sagen wir mal, ein föderales System mit unterschiedlichen Betroffenheiten. Das heißt, während im Norden Deutschlands weniger Infizierte sind und im Süden doch mehr Infizierte ausgewiesen werden, kann ich mir schon vorstellen, dass man das regionalisieren will. Und selbst Frau Merkel hat ja gesagt, wenn wir unseren unteren Verwaltungsbehörden nicht vertrauen, dann ist Deutschland verloren, dann ist das nicht mein Deutschland. Ich hätte am liebsten gesagt, Frau Merkel, Sie waren auch noch nie meine Bundeskanzlerin, aber leider ist der Fernsehapparat noch nie dialogfähig, und sodass ich das nicht sagen konnte. Aber in der Tat ist es so, man könnte den Eindruck haben, dass es einen Wettbewerb um die Nachfolge im Kanzleramt gerade gibt. Nicht? Und in Ansteckung dieses Wettbewerbs zwischen Söder und Laschet müssen die anderen mitziehen, weil doch ein allgemeiner Unmut aufkommt. Und das ist eigentlich heute das Thema des heutigen Abends, nämlich der starke Widerspruch zu unserem Grundgesetz und die Einschränkungen, die daraus folgen. Daher gibt es auch so eine Art Wettbewerb in Absolutismen, oder? Ja, natürlich. Also sag mal, es ist ja ein monokausaler Anspruch, nicht? Jeder will der Größte sein. Ich hätte das ja fast als Spiel der Männer bezeichnet. Nee, man kann es als Spiel der Männer bezeichnen, weil die Ministerpräsidentin beteiligen sich da witzigerweise weniger. Jetzt könnte man ja sagen, die sind etwas verängstigter. Das glaube ich aber nicht. Aber tatsächlich ist das wohl ein Spiel der Männer. Und die meinen, sie müssten jetzt sich durchsetzen. Und Führungsstruktur zeichnet sich aus durch harte Maßnahmen und natürlich auch der Überbringer der guten Botschaft zu sein. Von der Datenlage würde ich meinen, dass das nicht gerechtfertigt ist. Wir hätten schon viel früher lockern können. Zumindest hätten wir diese Maskenpflicht gar nicht einführen müssen, wenn die auch verkauft wird unter dem Aspekt, es würde dem anderen Sicherheit bieten. Das ist eine fragwürdige Sicherheit. Es beantwortet eigentlich schon fast meine nächste Frage, deswegen stelle ich sie an Sie, Herr Kloß. An welchen Stellen gehen die Lockerungen zu schnell? An welchen Stellen sind sie zu zögerlich in Ihren Augen? Also ich glaube, wenn wir zurückgehen in diese Krise, dann zeigt sich, unsere Maßnahmen, die wir von vornherein gefordert haben, nämlich Grenzschließungen, die wären zielführend gewesen. Aber zu einem viel früheren Zeitpunkt. Ja,
Und wir haben ja damals gesagt, die Chinesen werden doch nicht aus Jux und Tollerei eine 30-Millionen-Stadt abschotten. Baden-Württemberg, das ist also praktisch das Dreifache von der Bevölkerung von Baden-Württemberg. Allein da, die Stadt. Ja, genau. Mhm. Da hätte man doch einmal nachdenken müssen und sagen, Moment, wenn die solche rigorosen Maßnahmen ergreifen, bei allen Auswirkungen auf die Wirtschaft in China, dann muss da mehr dahinter stecken als nur irgendeine kleine Infektionswelle. Mhm. Und was wir dann hier gesehen haben, und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen dieses Hin und Her verborgen, von lockern, nicht lockern und so weiter. Mit der Krise haben doch die Regierungen einen Aufschwung genommen in den Umfragen. Man braucht nur die Werte anzusehen. Mhm. Und haben die jetzt wirklich ein Interesse, das, was ihre Umfragewerte hochgetrieben hat, wieder abzubauen? Also wären wir mit unseren Maßnahmen von vornherein durchgedrungen, auch mit Abstandsgeboten, dann wäre dieser Lockdown, nenne ich es mal, nicht so lange gewesen und wir wären viel schneller wieder in die Normalität gekommen. Denn eins müssen wir uns immer überlegen. Unser ganzes Gesundheitssystem basiert auf einer funktionierenden Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaft nicht die Ressourcen erarbeitet für dieses Gesundheitssystem, dann wird auch das Gesundheitssystem nicht funktionieren. Aber daran sieht man ja die Naivität der Regierenden. Jeden Tag wird gesprochen von der globalisierten Welt. Jetzt wissen wir, Bayern und Baden-Württemberg sind stark betroffen und die Globalisierung ist dort sehr ausgeprägt, weil wir mit der Automobilindustrie korrespondieren. Und Wuhan ist natürlich ein Hotspot für die Automobilindustrie. Da war es nur nahezu folgerichtig, dass wir sehr schnell die Grenzen schließen und den internationalen Personenverkehr mit China schließen. Ja. Hat man nicht gemacht, obwohl alle Indizien ja schon im Dezember vorlagen. Man hat noch lustig, hat man die Leute reisen lassen und dass dann Webasto mehr oder weniger als Erstverdächtiger auftrat, ist so in der Natur der Sache. Wenn man sich erinnert, Webasto soll ja auch verantwortlich sein, dass der Virus nach Italien gekommen ist, nicht? Also es waren Webasto-Mitarbeiter, die es gemacht haben. Das ist so gerade im Moment der Streit jetzt in der EU und da wird schon mit dem Finger auf den anderen gezeigt, woher es käme. Und das ist auch typisch für die EU-Situation. Neulich wurde ja in Italien schon behauptet, dass der Virus nach Italien von Deutschland eingeschleppt wurde. Der Behauptende muss sich dann dafür entschuldigen, aber das ist jetzt typisch für die EU, dass da jetzt schon Schuldzuweisungen kommen und tatsächlich sich die Staaten in Stellung bringen für irgendwelche Maßnahmen oder natürlich quasi von den anderen zu profitieren. Was ich noch sagen wollte vorher, man kann es quasi eigentlich auf einen Nenner bringen. Die Maßnahmen am Anfang waren zu zögerlich, genauso wie die Lockerung jetzt. Man hätte quasi den Mut haben sollen und die Regierenden, jetzt, man sieht es quasi im Auftrieb für die Regierenden, denn in einer Krise schart sich das Volk gern um den Hoffnungsträger und das war früher der König und heute sind es teilweise die Regierungsparteien und das ist eine bequeme Situation und ich unterstelle, dass auch nicht nur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, das natürlich von den Regierenden bequem gesehen wird, im Moment so die Situation zu haben und durch das sind die Lockerungen der Maßnahmen auch so zögerlich. Ja. Einer vielleicht ein Nachsatz. Du hast natürlich recht, ne? Man darf aber nicht vergessen, der Hotspot war praktisch mehr oder weniger im Textilhochburg, nämlich der Emilia Romana. Ja. Und dort sind sehr viele Chinesen ansässig. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich habe so die Befürchtung, dass es das schon das Vorgeplänkel für Entschädigungszahlen, wer hat denn das gemacht, ist. Ne? Also von daher gesehen. Da machen wir dann eine eigene Sendung dazu. Ja, machen wir eine eigene Sendung dazu und dann brauchen wir aber dann viele Euronen im Hintergrund. Ja, okay. Ja, liebe Zuschauer, das Thema der heutigen Sendung ist ja eigentlich die Aushöhlung der Demokratie und Sie fragen sich vielleicht, wann wir dazu kommen. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen und sehr viele Fragen haben uns erreicht, deswegen zum allgemeinen Corona, zur Corona-Situation und deswegen stellen wir einfach noch ein paar Fragen vor das eigentliche Thema. Es wurden ja schon Stimmen laut, die sagen, dass es eine vollständige Rückkehr in den Normalzustand erst geben wird, wenn die Corona-Impfung da ist. So, die Bundesbildungsministerin Karliczek hat heute beispielsweise gesagt, dass die Einschränkungen im Schulbetrieb noch weit ins nächste Schuljahr hineinreichen können, bis es einen Impfstoff gibt, der, Zitat, große Gruppen von Menschen erreicht. Ja, auch von einer Impfpflicht wird gesprochen. Markus Söder hat sich ja da ziemlich hervorgetan. Uns hat eine Zuschrift erreicht, in der eine Medizinerin
verlangt, dass wir die Freiwilligkeit der Impfung verteidigen, weil, wie sie sagt, für die Mehrheit der Menschen die Impfung das größere Risiko darstellt im Vergleich zur Corona-Erkrankung. Hm. Herr Dr. Merz, was ist dazu zu sagen? Ja, es ist ungetestet, es ist neu, es ist ein Schnellschuss. Man kann so eine Impfung erst sagen, sie hat keine Nebenwirkungen oder kaum Nebenwirkungen, wobei die hat es immer, aber dann manchmal hoffentlich nur im Promillebereich, wenn sie lange währt, wenn sie lange sich bewährt hat und so weiter. Wenn sie ausgetestet ist. Genau, genau. Ja. Und jetzt natürlich sich da so einen schnell entwickelten Cocktail, Giftcocktail spritzen zu lassen, also ich würde es nicht. Ich würde mich dagegen wehren. Und wenn es so, nicht freiwillig ist? Tja, da haben wir das Problem natürlich, dass dann sich viele wehren müssen und dass deswegen dann die Politik sicher reagieren wird. Freiwillig oder nicht freiwillig, klar. Es ist eine Zwangsimpfung. Sie kriegen tatsächlich eine Spritze angesetzt und es wird in Sie, in Ihren Körper irgendwas injiziert, das halb gar, halb ausgegoren ist. Keine Ahnung, welche Chemieindustrie oder welche Pharmazie oder welche Interessen da dahinter stehen. Und das ist höchst bedenklich. Mhm. Es sollten sich natürlich dann quasi die Karliceks dieser Welt als erstes impfen lassen, gucken und dann sehen wir es weiter. Aber da hatten wir auch schon mal einen Präzedenzfall, dass quasi die Politik auch noch sowas geschrien hat und nachher tatsächlich die Politiker eine andere Dosis bekommen haben, wie für die Leute vorgesehen war. Das war bei der Schweinegrippe der Fall, genau, richtig? Genau, ja, genau. Ja, mit dem Tamiflu. Ja, genau. Sie wissen es. Und genau das, ja. Ich will es jetzt nicht unterstellen, aber es ist tatsächlich so, dass man jetzt irgend sich was spritzen lassen muss. Das ist höchst bedenklich und wenn dann nicht sich herausstellen würde, dass das Nebenwirkungen hat oder gar nicht wirkt oder tatsächlich irgendwie anders, dann hat man irgendwelche Dinge im Körper, die man sich nicht aussehen konnte. Das ist tatsächlich Körperverletzung, das ist auch gegen das Grundgesetz. Da heißt ja quasi, dass die Unversehrtheit des Körpers gewahrt werden muss. Ich kenne jetzt den Paragraph nicht ganz auswendig, aber da könnte man natürlich schön auch schon mal denken, nee, das so nicht. Mhm. Allerdings suchen die auch eine Rechtfertigung. Schließlich hat sich Frau von der Leyen wie bei der Glücksspirale hingestellt und hat die Milliarden eingesammelt. Und Kanzlerin Merkel hat dann großzügig gespendet. Es wäre doch besser gewesen, die hätte jetzt in Tübingen mehr oder weniger die Forschung dort mit unterstützt und dann wäre es wenigstens im Land geblieben. Nicht? Mhm. Nein, sie haben es jetzt wieder weit verteilt und wenn man dann genau hinguckt, dann profitiert wieder ein Bill Gates mehr oder weniger von diesen Aktivitäten. Und ich halte nichts davon, dass man ein ganzes Volk zum Versuchskaninchen macht, ungeprüft. Das kann nicht sein. Und wir werden uns mit aller Macht auch gegen dieses Vorhaben stellen. Mhm. Eine Frage eines Teilnehmers lautet, sehen die Teilnehmer dieser Diskussion die Gefahr einer zweiten Corona-Welle? Also antworte ich mal drauf. Nein, die sehen wir im Moment nicht. Was jetzt die Regierenden rettet, ist, dass wir nicht nachweisen können, was wäre denn passiert, wenn man es hätte durchlaufen lassen. Mhm. Also wenn die gesamten Einschränkungen der Grundrechte nicht gewesen wären, was wäre denn passiert? Den Beweis können wir nicht führen. Wir können doch nach Schweden schauen, oder? Ja, nach Schweden können wir schauen und da sehen wir zumindest gute Ansätze dafür, dass es nicht notwendig war, in dieser brutalen Art und Weise in die Wirtschaft einzugreifen und Eigentumsrechte zu verletzen. Berufsausübung wurde ja untersagt. Nehmen wir jemanden, der ein Hotel hat. Dann darf er seinen Betrieb nicht nutzen. Das heißt, man entzieht ihm die Betriebserlaubnis. Und wenn das nicht angemessen war, diese Maßnahme, dann folgt daraus auch eine Schadensersatzpflicht. Ha, wer wird die ausgleichen? Ja, also im Endeffekt dann der Steuerzahler. Ich darf daran erinnern, wie das bei den atomrechtlichen Genehmigungen war. Es wurde ja plötzlich der Betrieb der Anlagen untersagt und dann gab es die Rechtsprechung, die gesagt hat, Moment mal, wenn ihr die Parameter ändert, unter denen der Betrieb stattfinden darf, dann müsst ihr auch, er genießt ja einen Vertrauensschutz, dann müsst ihr auch die Schäden ersetzen, die sich auch eurer Änderung ergeben. Und hier sind die Leute ja im Regen stehen gelassen worden. Hier ist ja kein unternehmensspezifisches Risiko, was sich verwirklicht hat. Es ist ja nicht so, dass sich jemand verkalkuliert hat, dass er am falschen See gebaut hat, sein Hotel oder sowas. Sondern dem ist ja wirklich untersagt worden, es zu nutzen. Und dann muss ich sagen, muss sich derjenige, der die Untersagungsverfügung macht, auch schon fragen lassen, ja, wie sieht es denn mit der Haftung für deine Handlungen aus? Und man sieht, dass schon der Ministerpräsident hier anfängt zurückzurudern und in der einen Pressekonferenz, er ist wohl darauf hingewiesen worden, das können Schadensersatzansprüche auslösen, da sagt, nein, nein, wir haben die Wirtschaft nicht runtergefahren. Ja, bitte. Ja. Wo war der denn die letzten Monate? Ja, soweit ich weiß, hat er gesagt, die Wirtschaft hat sich selbst runtergefahren. Naja gut, bedingt wird es auch schon so stimmen, nicht? Weil große Unternehmen oder auch die Automobilbauer haben die Situation genutzt,
um praktisch die gestoppten Lieferketten mehr oder weniger wieder zu ermöglichen. Die Pause haben sie gebracht, weil ihre Lieferanten waren ja hauptsächlich aus China und die ganzen Containerschiffe sind nicht gefahren. Nicht? Also von daher gesehen war das ein Naturgesetz, eine Rechtfertigung für die eigene Unfähigkeit, wieder auf Lagerhaltung zurückzugehen. Das ist ja auch das Problem, was wir gesehen haben. Aber vielleicht sollte man mal direkt da reingehen. Wir haben ja zwei Stufen von Einschränkungen und Grundrechtseinschränkungen. Einmal die allgemeinen, Maske tragen, Abstand halten etc. pp. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Infizierten, die in Quarantäne mussten. Das ist ein viel weitgehender, weil da wird ja in die körperliche Unversehrtheit eingegriffen, Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz. Und Brief- und Postgeheimnis, weil die könnte ja infiziert sein, wird auch gegriffen, Absatz 10. Grundgesetz, Absatz Artikel 10, Absatz 1 Grundgesetz und natürlich in die Freizügigkeit. Das heißt, Artikel 11, Absatz 1, Satz 2 Grundgesetz. Das mit der Post, das wusste ich nicht. Soweit ich weiß, gibt es auch keinen Nachweis dafür, dass sich über Papier das Virus weiter verbreitet. Es gibt aber mehr oder weniger das die Infektionsschutzmaßnahmen her. Das heißt, manche können dann mit der Außenwelt gar nicht mehr korrespondieren, sondern nur noch via Skype oder meinetwegen anderen alternativen Mitteln. Also wir haben ja Grundrechtseinschränkungen erlebt, die hätten wir uns doch noch im Dezember nicht mal ansatzweise träumen lassen. Und jetzt muss man schon mal sehen, über allem steht Folgendes. Natürlich kann, also das Grundgesetz gilt noch, um das mal klar zu sagen. Jetzt gibt es... kommt erst noch die Frage. Also es gilt noch. Und man versucht jetzt über das Infektionsschutzgesetz sozusagen Einschränkungen der Grundrechte zu verargumentieren. Aber wenn man sich das Ganze ansieht, dann gibt es immer noch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und vor allen Dingen auch der zeitlichen Beschränkung. Und wenn ich jetzt höre, dass hier bis ins nächste Jahr hinein der Schulbetrieb nicht mehr normal laufen darf. Ins nächste Schuljahr, das wäre ja immerhin noch 2020. Ja. Aber da muss ich sagen, erstens mal, wir haben Kulturhoheit der Länder. Also wir lassen uns jetzt nicht im föderalen System jetzt auch noch die Kulturhoheit wegnehmen. Das will ich doch hoffen, dass sich da die Länder zur Wehr setzen. Ja, mal eine Hoffnung in Ehren, Rüdiger. Nach der heutigen Debatte im Plenum habe ich nicht das Gefühl. Nicht? Man muss aber auch so sagen, wieso hat es funktioniert? Leute hatten Angst um ihr eigenes Leben. Also diese Panikmache, die da tatsächlich dann ab, und es war zu spät und zu heftig und man sieht es in anderen Ländern noch schlimmer, ab irgendwann mal Mitte März dann kam. Und das hat die Leute so verängstigt, dass sie sich das haben gefallen lassen. Mhm. Und jetzt mit der Zeit, wenn man sieht, Schweden hat keine höhere Mortalitätsrate wie wir. In Großbritannien werden die gerade von öffentlich-rechtlichen Rundfunk hochgespielt. Also das heißt, Statistiken, die man nicht selber gefälscht hat, denen soll man nicht trauen. Kann man da wirklich nur dazu sagen, ich habe heute Zahlen, Horrorzahlen von Großbritannien bekommen, wo ich sagen muss, wow, zählen die da quasi das jeden mit, der gestorben ist und zufällig auch diesen Virus hatte oder nicht? Also das die weiß Kritik man nicht. Die Kritik an den Statistiken gibt genau. es ja. Genau, ja. Und das ist jetzt tatsächlich so und man sieht ja, dass die Leute begehren auf und hat immer mehr Demonstrationen, weil die haben tatsächlich jetzt gemerkt, nein, so schlimm ist es nicht, wie es am Anfang dargestellt wurde und aufgrund von dem quasi diese Maßnahmen akzeptiert wurden. Die Leute akzeptieren jetzt nicht mehr und es ist zu begrüßen und ich bin hoffentlich gespannt, dass sich da in den nächsten Tagen noch was tut. Zwei Zuschauer möchten wissen, wie es mit der Haftungsfrage aussieht bei Impfschäden. Also da wir die Gesetzgebung nicht kennen, der Zwangsimpfung, können wir da nichts drüber aussagen. Nicht? Also das Gemeinwohl geht wohl vor dem Wohl des Einzelnen. Aber dennoch meine ich, dass es so eine weitgehende Grundrechtsverletzung und über die Selbstbestimmung des Körpers, dass man dort sehr kritisch darauf reagieren müsste. Und Sie wissen selbst, dass Entschädigungszahlen in Deutschland sowieso nicht so hoch sind wie im vergleichbaren Ausland. Nicht? Wenn da atmen Sie etwas ein und dann kriegen Sie hier Millionenzahlungen in USA. Bei uns ist es schwierig und das sind eigentlich lapidare Zahlungen. Das sehen Sie auch an diesem Flugzeugunglück, das da jetzt diskutiert wurde. Also Haftungsschäden
kann man wahrscheinlich betreiben, aber ob das so viel bringt, im Einzelnen nützt es ja dem Einzelnen auch nichts. Aber es gibt, wir müssen vehement, müssen wir eine Front aufbauen. Stimmt, wenn die Gesundheit geschädigt ist, dann, ja, dann nützt ja, ihnen das nicht. Man muss sagen, es gab auch immer schon Impfschäden. Wir haben im weiteren Bekanntenkreis tatsächlich jemanden, der einen Impfschaden hat. Mhm. Aber da muss man jetzt auch mal sehen, war das jetzt quasi eine freiwillige Impfung von demjenigen oder wurde er vom Staat dazu gezwungen? Ja, bei der Frage ging es genau. um Zwangsimpfung. Und das sind die Zwangsimpfungen. Ja. Und da müssen wir also klipp und klar sagen, okay, damals diese Nebenwirkungen, die man ja immer das Risiko hat, individuell bei einer Impfung, aufgrund von was ist die Impfung erfolgt. Und wenn die quasi erfolgt ist, weil ich mich jetzt irgendwo etwas schützen wollte, freiwillig oder weil meine Eltern das quasi gut gefunden haben, da ist es was anderes, wie wir vom Staat verordnet bekommen, dass wir das jetzt zu machen haben und aufgrund von dem dann Folgeschaden entsteht. Also da kriegt man ja auch die Risiken meistens nochmal vorgelesen, natürlich. Um selbst entscheiden zu können, ob man das Risiko eingehen möchte oder nicht. Ich gehe jetzt in die Tropen, lass mich impfen, ja, das ist ja mein freier Wille und dann muss ich sagen, wenn ich dann Impfschaden habe, okay, das ist natürlich sehr schlecht und sehr schicksalhaft, aber das ist dann was anderes, wie wenn jetzt quasi vom Staat vergiftet werde, was man da sagen muss. Ja, Herr Senze, ich würde nochmal auf die Lockerungen und auf den Prozess der Lockerungen eingehen wollen. Die Bundesländer regeln das ja jetzt doch recht unterschiedlich. Was ist denn da besser, ein abgestimmtes und einheitliches Vorgehen oder die volle Eigenverantwortung der einzelnen Bundesländer? Also wir als AfD-Fraktion haben von Anfang an eine regionale Verantwortung gefordert. Wir haben ja die Gesundheitsämter nicht umsonst vor Ort. Nicht? Und auch schon bei Tierseuchen haben sich diese Vorgehensweisen bewährt. Das heißt, da wird regional, wird vielleicht die Freiheit und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, aber es wird doch nicht ein gesamtes Volk in Kollektivhaft genommen. Und gleichzeitig führen wir dann noch Migranten aus dem Ausland ein. Das ist doch widersinnig. Das heißt, wir erhöhen auf der einen Seite die Gefahr und auf der anderen Seite greifen wir in die Autonomie unserer Regionalverantwortlichen ein. Also ich glaube, dass eine regionale Sichtweise viel besser ist und darunter leidet dann nicht die gesamte Volkswirtschaft, weil die Schäden, die sind ja eklatant. Sie müssen davon ausgehen, dass die Konjunktur zweistellig einbricht und wir sind noch nicht am Ende, weil die Konjunktur läuft ja jetzt nicht an, nur weil ein paar Betriebe wieder anfangen zu arbeiten, sondern es muss ja wieder in den eingeschwungenen Zustand zurückgehen. Und wir haben eine gute Struktur, die wurde in den letzten Jahren zu dessen Ungunsten umgebaut, sowohl im Gesundheitssystem, aber glücklicherweise hat es noch ausgereicht, mit dieser Pandemie fertig zu werden, wenn dies überhaupt eine Pandemie ist, weil wir suchen Zahlen, die mehr oder weniger darstellen, wie die Mortalitätsrate, wie der Heiner gesagt hat, wie die Mortalitätsrate im Vergleich zu den Vorjahren ist. Sie kriegen aber nur eine linearisierte. Also in Deutschland sterben praktisch täglich 2633 Menschen. Nicht? Jetzt wäre ja interessant, die sind ja nicht linear verteilt, sondern die sind ja saisonal verteilt. Mhm. Und eine das Kurve, ist im Winter natürlich mehr. Natürlich. Ja. Und jetzt würde uns interessieren, wie wirkt sich diese angebliche Pandemie zur Normalverteilung aus? Die sogenannte Übersterblichkeit. Ja, genau. Und die Zahlen bekommen wir nicht. Und, beziehungsweise, wenn sie bekommen, dann natürlich auch nur in der Rückschau. Nein, nicht nur in der Rückschau, sondern ich wundere mich, wir haben Gesundheitsämter, die diese Zahlen aufnehmen und die Landesregierung, aber auch die Bundesregierung ist nicht in der Lage, diese Zahlen zu konsolidieren. Und dann bei dem ewigen Geschwätz, wir wollen steuern. Die können gar nicht steuern, die wissen nichts. Das ist das Problem. Und wir haben eine Struktur, die auf der einen Seite vorgibt, föderal aufgebaut zu sein, auf der anderen Seite wird sie ständig konterkariert von dem Willen einer Zentralregierung in Deutschland und jetzt noch dazu von einem Willen von einer Zentralregierung in Brüssel. Und Nebenregierung gibt es dann auch noch, die nennen sich dann NGOs. Ja. Ich habe noch eine ganz konkrete Frage von einem Zuschauer. Wann dürfen Reisebusfahrer wieder arbeiten? Scheinbar möchte jemand in Urlaub fahren. Ja, wir sind nicht die Regierung. Wir sind Opposition. Wir hoffen möglichst bald, aber konkret. Aber es ist schon so. Wir haben ja, die Reiseindustrie ist in Europa ein ganz großer Faktor. Nicht? Manche Länder hängen ja auch davon ab. Wenn Sie daran denken, dass Spanien, Italien oder die anderen Südländer einen großen Teil ihrer volkswirtschaftlichen Ergebnisse daraus erwirtschaften, dann ist das schon ein Momentum, das angesprochen werden muss. Mhm. Also wir haben die Hoffnung, dass die Zahlen sich so nivellieren, dass die Bundes- und Landesregierung von einer totalen Freigabe nicht mehr auskommen. Ja. Schauen Sie, wir haben ja, und zwar kurzfristig,
Das wird natürlich von der Entwicklung auch in den anderen Ländern abhängig sein. Wie Sie wissen, hat ja jetzt Spanien auch gelockert, nicht? Und das war ja der Hotspot angeblich der Pandemie, genau. Nicht? Und Italien lockert auch schon. Und wie gesagt, der Kollege hat es ja gesagt, also in Schweden gehen wir ganz anders um damit. Die haben gesagt, wir haben gewisse Distanzregelungen, wir haben gewisse Versammlungsgrößen zugelassen, aber die Kinder gehen immer noch in den Kindergarten und in die Schule, nicht? Da wird das berücksichtigt und siehe da, dieser Weg ist auch möglich. Ja, wobei man sagen muss, jetzt gerade beim Reisebusfahrer, der gesamte Tourismusindustrie, es ist doch in Europa so, manche Länder waren stärker betroffen, Spanien, Italien, und das sind die Tourismusländer. Und ich kann mir nicht denken, wenn man jetzt quasi den Tourismus weiterhin beschränkt, dass die Länder sich erholen. Es ist tatsächlich so, die brauchen diese Deviseneinnahmen, die so wie wir vom Maschinenbau und vom Fahrzeugbau leben als Exportland, sind diese Länder tatsächlich ein großer Teil des Bruttoeinkommens. Dort ist die Tourismusindustrie, auch natürlich die Reisebusse von Deutschland nach Italien, nach Spanien und so weiter. Und wenn jetzt quasi die EU so unvernünftig ist, dass sie da unnütze Beschränkungen weiter aufrechterhält, dann sind die Länder gar nicht fähig, sich so zu erholen, wie sie es eigentlich können müssten. Und das ist genau der Punkt. Aber ich habe große Hoffnung, dass die Busunternehmer und die Reiseindustrie sehr erfinderisch ist. Aber wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir wieder nach MacPomb fahren dürfen. Nicht? Das wurde ja auch eingeschränkt. Also das müsste als erstes eingeschränkt sein. Gestern Morgen oder heute Morgen habe ich ja gehört, dass Polen wieder die Grenzen geöffnet hat. Ne? Das heißt, Pendler dürfen wieder nach Deutschland einreisen. Nur Deutsche dürfen nicht nach Polen reisen. Nicht? Also ist schon ein Widerspruch in sich. Also die Frage ist, wie kann man sicherstellen, dass man wieder Dresden anfahren kann oder meinetwegen Berlin anfahren kann oder an die Müritz gehen kann, dann wird es dem schon weit helfen. Und die Leute, die wollen ja Bewegung. Gerade ältere Menschen wollen diese Bewegung und sind sehr reisefreudig und sind eigentlich die Hauptkunden der so Busunternehmen. Und das würde ja dann auch die Belastung, die wirtschaftliche Belastung sehr schnell entlasten. Also erstmal im Land zu reisen. Und als nächster Schritt dann das europäische Ausland wieder zu erreichen. Die werden keine Lust haben, die Einschränkungen schnell zurückzunehmen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Den Regierungen kann doch im Moment nichts Schlimmeres passieren, als dass der Nachweis geführt wird, dass ihre Maßnahmen überzogen waren. Mal angenommen, die gehen jetzt zurück, Reisebusse lassen sie wieder laufen, geben wieder die Freizügigkeit frei. Und keine Infektionszahlen schießen nach oben. Was machen die denn dann? Wenn unsere Wirtschaft wieder komplett ins Laufen kommt, der Tourismus, die Fluglinien, wenn das alles geöffnet wird, die Schulen wieder normal laufen und es kommt eben nicht zu dieser Explosion, dann werden die Menschen anfangen nachzudenken und sagen, Moment mal, wann denn die Maßnahmen, die Einschränkung unserer Grundrechte, die er in massivster Form gemacht hat, waren die denn gerechtfertigt? Offenbar wäre es doch auch viel weniger scharf gegangen. Und ich glaube, darauf haben die keine Lust und davor haben die auch Angst. Das klingt aber nach sehr wenig Vertrauen in unsere Politiker. Sehr pessimistisch. Ja. Also meine Ansicht war eher die optimistische, dass tatsächlich der Druck von anderen Ländern in der EU so groß wird, dass es gelockert wird, weil die so vom Tourismus abhängen. Das ist jetzt quasi die Hoffnung, die optimistische Sicht und eine ist fast die realistische, pessimistische Sicht. Ja, natürlich. Jetzt gucken wir mal, was kommt. Aber also, wie sagt denn der Baden-Württemberger? Abgerechnet wird unterm Strich. Nicht? Am Ende. Und die Revision kommt. Das hat der große Pfälzer gesagt. Ja, ja. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Ja, und tatsächlich, an den werde ich nicht ungern erinnert. Nicht? Aber tatsächlich ist doch das so. Eine Maßnahme wird bewertet zum Schluss mit ihren Auswirkungen. Und dann macht auch der Bürger eine Güterabwägung. Mhm. Er sagt, ich habe meinen Job verloren, ich habe meine Existenz verloren, ich habe unter Umständen mein Häuschen verloren, weil mein Unternehmen mehr oder weniger pleite gegangen ist. Und dann fragt er sich, wie war denn tatsächlich die Ausprägung dieser Krankheit? Und dann kann sich das natürlich zu einer Flut von Aggressionen ausweiten. Und dann muss man schon sagen hier, die Bundes- und Landesregierungen werden gut beraten, so schnell wie möglich zurückzuschwingen in Normalität. Das kann man auch anders regeln. Man braucht hier nicht so einen Gesichtsschutz. Man kann auch auf Distanz miteinander umgehen. Man braucht auch keine Einschränkungen in der Anzahl der Besucher. Und heute war es ja auch wieder Thema. Schauen Sie, die Einschränkungen im persönlichen Bereich, dass Kinder ihre Eltern nicht besuchen können, dass Enkel nicht mehr ihre Großeltern besuchen können.
das hat auch Auswirkungen. Mhm. Und wenn dann in der Langzeitbewertung rauskommt, es war eine Fehleinschätzung, mhm, dann sind die Ergebnisse für die jetzt Regierenden katastrophal. Mhm. Ich möchte mal zurück nochmal zu der eben erwähnten Wut der Bürger, wenn die Bürger feststellen, uns hat es wirtschaftlich sehr geschadet, wir leiden unter den Folgen der Maßnahmen und es kommt zu dieser Wut. Was wird daraus resultieren und wer wird die Schuld bekommen für diese Wut? Schauen Sie, ich verstärke das sogar noch. Wir hatten heute mehrere Diskussionen, die dieses Momentum auch aufgenommen haben. Tatsache war, dass die Regierenden nicht von ihren Prestigeprojekten, also von dem Vereinigten Europa und den Geldzahlungen abgehen wollen. Sie wollen weiterhin Migration fördern und aufnehmen. Und gleichzeitig kann es sein, dass jemand seinen Arbeitsplatz verloren hat. Dann wird diese Wut nicht mehr beherrschbar. Das heißt, und die ist auch durchaus berechtigt, weil es ja vorgeführt worden. Die Auswirkungen... oder ja, was kann dann passieren? Ja, was kann uns erwarten? Also das Beste, was uns passieren kann, die wählen die Richtung, die wählen die AfD, nicht? Dann hätten wir sehr schnell andere Maßnahmen in diesem Land, die etwas die Vergangenheit bewältigen könnten. Aber ob wir dann 50 oder 70 Jahre Missmanagement aufholen, das wird auch noch länger dauern. Aber tatsächlich kann es dann zu einer Veränderung in der Bundesrepublik Deutschland kommen, die vielleicht gar keiner so will. Mhm. Aber das sieht man ja jetzt gerade. Wir hatten in der Diskussion gestern und heute im Landtag, okay, Rückkehr zur Normalität, aber zu einer anderen. Mhm. Im Moment kommt jetzt quasi die Normalität, die wir hatten, die wir so hatten, die ist ja gar nicht gewünscht von den Grünen und von den Roten, weil die wollen ja quasi Rückkehr zu einer ökologischen Umbau, Rückkehr zu einer Normalität und so wörtlich unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte und so weiter. Also diese Schlagworte, die quasi euphemistisch gebraucht werden für irgendeinen Umbau zugunsten einer grünen Utopie, das wird jetzt verfolgt werden, sowohl von Brüssel aus, Green Deal, klar, als auch hier im Landtag. Und solange die jetzig Regierende an der Macht sind, sehe ich da schwarz, weil die werden nicht... Ja, hoffentlich nicht. Grün. Blau. Ich sehe hoffentlich blau, aber ich sehe rot und ich sehe grün und ich bin geschockt, was ich da jetzt quasi hören muss, wie jetzt jeder politische Utopist, und das sind meistens die Grünen, das sind meistens die Linken, jetzt glauben, die Rückführung zu einer Normalität natürlich haben zu wollen, aber nicht zu dieser Normalität, die mal war, mit Benzinmotoren, mit Freiheitsrechten und so weiter, sondern jetzt quasi seine ökologische Nachhaltigkeit. Und da sehe ich eine Riesengefahr, und Sie sehen, und wir werden sehen, das wird angestrebt, und wenn wir Pech haben, wird es auch kommen. Ja, aber Moment mal, wenn ich das richtig verstanden habe, dann bereiten uns die Parlamentarier der anderen Fraktionen darauf vor, dass unsere freie Lebensweise Geschichte ist? In gewissen Teilen, ja. Man sieht ja jetzt quasi, wir hatten es heute im Parlament, der Green Deal von der EU zwingt Hausbesitz zu dem, zwingt Verkehrsteilnehmer zu dem, zwingt und so weiter und so weiter. Es sind tatsächlich Dinge. Und man sieht jetzt im Moment, dass jeder seine Partikularinteressen draufsatteln möchte bei im sogenannten Rückkehr zur Normalität. Länder wie zum Beispiel Italien hat die Corona-Krise jetzt genutzt, um den Ruf, die Forderung nach Eurobonds massiv hinzustellen. Mhm. Etwas, was sie seit Jahren rummachen, was quasi seit Jahren dann die Subsidiarität in Deutschland hinweg, in Europa hinwegfegen würde, was auch der Vertrag von Maastricht vollgebrochen werde. Wir Deutschen sind ja nur quasi dem Euro beigetreten durch den Vertrag von Maastricht, und der ist ja schon mehrmals gebrochen worden, aber ab da wäre er komplett hin vielleicht. Und solche Bestrebungen kommen jetzt zum Beispiel aus der Club Med-Staaten, das natürlich jetzt im Zuge der Katastrophe und der Rückkehr zur Normalität das eingeführt werden muss. So, das ist jetzt international, aber auch national. Man sieht tatsächlich manche Regierungen, die irgendwo eine verstrahlte Utopie im Kopf als Ziel haben, dass sie quasi jetzt im Zuge der Rückkehr zu einer Normalität das fördern wollen. Dass diese Förderprogramme, diese Unsummen, was im Moment im Spiel sind, was erwähnt sind, was quasi notwendig sind, aufgewendet zu werden, die kommen nicht dem Metallbau-Mittelständler zugute. Die kommen irgendwie in einer Firma zugute, die quasi teilweise schon Zombie ist und teilweise natürlich irgendwo dieser Denke entspricht. Mhm. Werden Sie sehen. Busunternehmen zum Beispiel. Man sieht nur leere Busse
durch die Gegend fahren. Aber es ist schon fanatisch, wie unser Verkehrsminister den sogenannten öffentlichen Personennahverkehr fördern möchte, zu Ungunsten des Individualverkehrs. Und zwar, ob die Leute das benutzen oder nicht. Das ist ja egal, das ist hinfällig. Wir machen das Angebot, wenn er es nicht braucht, wenn er es nicht nutzt, ist euer Problem. Aber auf jeden Fall, und dahin geht's, sie werden sehen. Ja, aber haben wir denn dafür noch Geld? Na, die haben es. Die sind ja diejenigen, die in der Regierung sind und die werden das priorisieren und sie werden tatsächlich sehen, dass der Metallbau, Mittelständler natürlich eventuell auch gerettet wird, aber viele solche Firmen, die quasi so, naja, marktwirtschaftlichen Unsinn treiben, beziehungsweise natürlich, ja. Marktwirtschaftlicher Unsinn. Anders kann man es nicht, teilweise nicht bezeichnen, was manche so Firmen, die quasi die Ökologie oder die Nachhaltigkeit auf ihren Fahnen haben, so machen. Die sind nur subventioniert, die haben noch keinen Pfennig Geld verdient. Jetzt komme ich ins Fahrrad, ich bin gleich fertig. Gucken Sie bloß die Firma Tesla an. Tesla hat noch keinen Dollar, keinen Cent operativ verdient. Die Dinger fahren rum und sind quasi nur aufgrund von irgendwelchen Umweltumlagen, sowas ist die Firma sehr produktiv. Und dafür ist Tesla auch das wertvollste Automobilunternehmen. Ja, das sieht man schon die Komplettdenke. Ja, aber da sieht man es. Tesla ist quasi jeder Tesla ist so vom Steuerzahler bezuschusst. Das kann man sich gar nicht denken. Das wissen aber die Leute nicht. Aber die Denke herrscht in Kalifornien wie in Europa auch. Und solche Zombiefirmen. Tesla ist nichts anderes wie eine boomende Zombiefirma. Die wird unterstützt, die wird gefördert und Firmen wie Tesla genauso. Das also, kommt. So weit würde ich jetzt nicht gehen, Tesla als Zombie bezeichnen, aber ja, Tatsache war eine ja eine boomende Zombiefirma. Ja, boomende. Die Frage war nach dem Geld. Natürlich haben wir das Geld nicht. Wir haben es nicht. Sondern die EZB schöpft dieses Geld, stellt es zur Verfügung. Der internationale Kapitalmarkt gibt es jetzt nicht den Europäern, sondern die übernehmen hier mehr oder weniger Schulden im Hintergrund und die werden dann in der Bilanz versteckt unter ESM oder Tage-2-Salden oder PPS oder wie sie alle heißen. Corona-Bond wird jetzt weggenommen, aber unter anderen Begrifflichkeiten wird dieses Geld geschöpft. Das ist die erste Tatsache. Aber vielleicht gehen wir nicht so weit. Wir hatten ja im Vorfeld dieser Einschränkung, Grundrechtseinschränkung, hatten wir ja auch eine Diskussion hier im Präsidium. Und wir wurden praktisch mehr oder weniger vorbereitet, dass wir als Parlament, als Legislative überflüssig seien. Nicht? Und die wollten uns da tatsächlich in den Urlaub schicken. Nicht? Also das Kontrollinstrument des Volkes sollte in den Urlaub geschickt werden. Es ging so weit, dass man gesagt hat, man lässt jetzt mal ein paar Sitzungen ausfallen. Nicht? Mhm. Und den Tagesbetrieb brauchen wir jetzt nicht aufnehmen, sondern wir beschäftigen uns ausschließlich um Corona. Das war der erste Vorschlag. Beim ersten Parlamentstag, das hat man dann noch mitgemacht, weil der war vorgezogen. Jetzt sind wir wieder eingeschwungen in den zweiten, aber es ging ja noch weiter. Dann sollten wir uns nicht mehr körperlich treffen. Das sollten nur noch per Videochat. Also keine Ausschüsse mehr, keine Fraktionssitzungen mehr. Kein Daily Business, wie man so schön sagt, nicht mehr. Und der Gipfel war dann, dass dann sogar die Immunität eingeschränkt wird. Jetzt sagt man ja jeder. Zu welchem Zweck? Ja, Immunität heißt ja, dass der Parlamentarier praktisch außerhalb des Rechtsrahmens sich um seinen Wahlkreis kümmern kann. Damit wäre die Reisefreiheit eingeschränkt worden. Er hätte gar keine Probleme mehr evaluieren können. Er hätte die gar nicht aufnehmen können, sondern ausschließlich auf dem Postweg arbeiten können. Und wenn er dann unbequem gewesen wäre, hätten wir ihm vielleicht sogar eine in Quarantäne geschickt. Was heißt denn hätte? Sie sprechen im Konjunktiv. Was heißt hätte? Die AfD-Fraktion hat sich vehement gegen dieses Vorhaben gestemmt. Hat gesagt, wir müssen gerade jetzt in dieser Zeit ein Kontrollinstrument für die Regierung haben. Wir können doch die Exekutive nicht alleine wursteln lassen. Was dabei rauskommt, wissen wir ja. Wir wissen es aus den letzten vergangenen 20, 30, 40 Jahren, wie sich die Bundesrepublik verändert hat. Und deshalb haben wir vehement dafür gekämpft, dass das nicht so weit kommt. Und nachdem Wer hat denn so an Ihrer Seite gekämpft? Ich meine mal von den anderen Fraktionen. Ja, man muss sagen, das heißt, die Freiheitskämpfer der Liberalen haben das dann so ein bisschen erkannt, aber die waren nicht die Ersten, die uns beigesprochen sind. Die AfD hat es bewirkt und die sind darauf eingeschwenkt, weil sie tatsächlich in diesem Fall jetzt den Argumenten gefolgt sind. Und wir haben es initiiert und die haben dann mitgemacht und so konnte es verhindert werden. Hätte es quasi uns nicht gegeben, wer weiß, ob dann die
sogenannten Liberalen noch das quasi von sich aus gemacht hätten. Wir haben es initiiert und die haben mitgemacht und durch das konnte es verhindert werden. Also AfD hat tatsächlich da gewirkt und hätte es uns nicht gegeben, wer weiß, wo wir heute stehen würden. Ja. Also die AfD steht ja sowieso der sozialistischen Einheitspartei, die sich zusammensetzt aus Grünen, CDU, SPD und FDP gegenüber. Das heißt also, und rudimentär erinnern sich die Kollegen dann noch, für was sie angetreten sind. Ja, damit sind wir mitten im Thema Aushöhlung der Demokratie. Rüdiger Kloß, gibt es unsere Grundrechte, ich spreche jetzt mal aus Bürgersicht, gibt es unsere Grundrechte eigentlich noch oder sind die in den letzten Wochen abhanden gekommen? Und wenn ja, wie konnte das passieren? Also, das Grundgesetz gilt natürlich. Das Grundgesetz kann man auch nicht einfach abschaffen. Es gibt aber gewisse Artikel im Grundgesetz, die natürlich auch nicht grenzenlos sind. Also zum Beispiel das Recht der Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet, das ist der Artikel 11 des Grundgesetzes, der wird natürlich da eingeschränkt. Ich kann ja nicht einfach in eine Wohnung von einem anderen oder auf ein Grundstück von jemand anderem laufen. So, das sind ja ganz normale Einschränkungen. Und dann gibt es Einschränkungen, die können erfolgen, wenn wir einen Notstand haben. Aber diesen Notstand haben wir nicht. Das ist nämlich der V-Fall, der Verteidigungsfall. Und ich wüsste nicht, dass Deutschland sich im Krieg befindet. Wie Kanzlerin hat es aber gesagt. Ne? Wir sind im Krieg. Und Macron hat es auch gesagt. Ja, aber das genügt nicht, nur weil die zwei das sagen, das genügt natürlich nicht den Ansprüchen, die hier an unser Grundgesetz gestellt werden, um das dann sozusagen auszuhebeln. Ich würde es mal mit einer Frage sozusagen versuchen zu übersetzen. Also wenn das Recht auf Freizügigkeit nicht bedeutet, dass ich auf das Grundstück von anderen eindringen darf, logisch, klar, dann kann ich die Freiheitsrechte auch einschränken, weil ich kein Recht darauf habe, andere anzustecken? So kann man es nicht sehen. Was man da machen muss, ist... Warte, zu komplizierter Gedanke. Nein, es ist gar nicht so kompliziert, nee, das ist gut, sondern... Das ist gut. Wir haben unser Grundgesetz, das gilt. Und wir haben nicht den Verteidigungsfall. Das heißt, es mangelt an der Ausrufung dieses Notstandfalles, um so massiv ins Grundgesetz einzugreifen, wie im Moment eingegriffen wird. Was machen die jetzt? Es gibt das Infektionsschutzgesetz. Es war aber klar, dass die Ableitung aus dem Infektionsschutzgesetz nicht ausreichen würde, um diese massiven Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen. Also haben sie Weil das Infektionsschutzgesetz im Prinzip bloß Infizierte trifft. Ja, aber das Infektionsschutzgesetz hatte in der damaligen Fassung, die müsste man sich jetzt mal ganz genau ansehen, aber das ist ja inzwischen auch verändert worden. Und deshalb haben sie es auch verändert, weil es in der damaligen Fassung diese Eingriffe nicht hergegeben hat. Jetzt kann man sagen, gut, es rechtfertigt Eingriffe in die Grundrechte. Dann sind aber immer noch bestimmte Verfahren zu befolgen. Wie läuft es denn normalerweise? Wenn ein Gesetz beschlossen wird, dann wird es im Parlament eingebracht. Ob es jetzt die Regierung oder Fraktionen einbringen, spielt jetzt keine Rolle. Und im Parlament wird es beraten. Dann geht es in die Ausschüsse, dann kehrt es wieder ins Parlament zurück. Das ist der normale parlamentarische Gang. Es wird Öffentlichkeit hergestellt, es wird Transparenz hergestellt, die einzelnen politischen Gruppierungen geben ihre Meinung dazu ab. Und das hat man jetzt komplett unter den Tisch fallen lassen. Ja, und mit dem Argument, weil sozusagen Gefahr im Verzug ist. Ja, aber das geht nicht. Also das kennt unser Rechtssystem nicht. Aushebelung des Grundgesetzes nach dem Motto ist es Gefahr im Verzug. Also die Geltung des Grundgesetzes liegt nicht im freien Belieben eines Herrn Kretschmann oder einer Frau Merkel. Nur, was haben die denn gemacht an Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten? Angefangen mit der Abschaffung der D-Mark und dann den ganzen Krisen. Ich habe es ja in meiner Anmoderation angesprochen. Die haben doch die Erfahrung gemacht, sie haben überhaupt keine Konsequenzen davon gehabt. Wann haben sie denn zum ersten Mal Konsequenzen von ihrer Politik spüren müssen? Als die AfD in Landtage eingezogen ist. Als wir in immer mehr Landtage eingezogen sind, da haben sie gemerkt, oh, die Menschen sind mit der Politik nicht mehr einverstanden und das hatte dann Konsequenzen für die Altparteien. Dann haben sie aber nicht versucht, ihre Politik zu ändern, sondern sie haben versucht, diese neue politische Kraft zu bekämpfen. Und das hat aber nicht funktioniert. Denn die AfD ist eine einzige Erfolgsgeschichte in den letzten, seit wir uns gegründet haben, 2013, also in den letzten 7 Jahren. Ein wichtiger Aspekt ist ja auch, dass unser System nicht mehr funktioniert hat. Wir haben ja eine heilige Dreifaltigkeit. Die Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung, nicht?
Und die Judikative hat eigentlich ganz versagt. Judikative ist die Gesetzgebende. Die Verwirrung ist komplett. Gerichte, also die Judikative. Judikative und, die rechtsprechende Rolle, Gewalt. Die Rolle unseres Bundesverfassungsgerichts ist ja, sagen wir, sehr ambivalent, sage ich mal so. Jetzt haben sie mal wieder ein Urteil gefällt, ne, das in Teilen praktisch auf die EMS-Geschäfte eingeht. Mhm. Aber nur in Teilen. Die Frage stellt sich nur, es haben ja eine ganze Reihe von Menschen schon vorher dieses Gericht angerufen. Und entweder haben sie das niedergeschlagen oder nicht ernst genommen, sodass sich die Frage stellt, operiert dieses Verfassungsgericht noch im Interesse der Bevölkerung? Es gibt ja auch Nationen, die haben kein Verfassungsgericht. Mhm. Da brauchen wir nur nach Süden gucken, dann treffen wir auf die Schweiz. Das heißt, die haben zwar Verwaltungsgerichte, aber sie klären eigentlich grundsätzliche Dinge in ihrer Verfassung selbst durch eine Volksbefragung. Jetzt kann man nicht schnell meinetwegen das Volk befragen, wenn es hier um rasche Maßnahmen und Pandemien geht. Nicht? Das wäre vielleicht etwas zu weit gegriffen. Aber es kann nicht angehen, dass ohne weitere Klärung und Überprüfung diese Einschränkungen durchgehen. Und das sehen Sie jetzt auch, zum Teil hat das Verfassungsgericht und die Verwaltungsgerichte jetzt auch eingegriffen, indem sie zum Beispiel die Versammlungsfreiheit und die Ladengröße wieder geöffnet haben. Also ich bin nicht ganz hoffnungslos, dass unsere Gerichtsbarkeit mehr oder weniger nicht nutzt. Aber die Frage ist doch erlaubt, ob man denen nicht eine größere Unabhängigkeit und vor allen Dingen die Verquickung mit der Politik nehmen sollte. Denn wenn Sie daran denken, dass der neue Verfassungspräsident ein Politiker war, der gar nicht als Richter gearbeitet hat, dann wird mir schon schwindelig. Wie will der sich denn aus seinen politischen Vereinbarungen aus der CDU lösen, wenn er unter dieser Diktion immer urteilen muss. Also eine schwierige Frage, aber auch die wird die AfD irgendwie langfristig angehen. Mhm. Aber in diesem Netz sind wir gefangen. Das heißt, wir haben uns gute Prinzipien gegeben, aber wir weichen die Prinzipien immer auf. Das war mit der EU-Gesetzgebung so. Die wurde dann hineingeschrieben. Also die Zuhörer, die heute vielleicht dran sind, die kennen noch andere Grundgesetze. Also das Grundgesetz von 1969 hat sich total verändert zum heutigen. Nicht? Also es wurde aufgeweicht und da muss sich das Volk wehren dagegen. Es kann nicht sein, dass Grundprinzipien ausgehebelt werden angesichts einer sogenannten Not. Und die Not wird definiert durch die Regierenden. Das kann nicht sein. Ohne Kontrolle des Parlaments. Und so ist es eigentlich geschehen. Stichwort Parlament. Welche rechtlichen Möglichkeiten hat denn eine Landtagsfraktion, hat denn Ihre Landtagsfraktion, die Einschränkungen der Grundrechte verfassungsrechtlich zu prüfen? Das will übrigens ein Zuschauer wissen. Das ist eine schwierige Frage. Wir bräuchten, um Verfassungsklagen einzureichen, 25% aller Parlamentarier. Das reicht bei uns nicht aus. Und es gibt ja, sagen wir mal, keine Möglichkeit, auch mit den rationalsten Argumenten die Kollegen hier drüben im Parlament zu bewegen, sich zu wehren. Man könnte meinen, es ist der Zug der Lemminge und die sind ganz elektrisiert von ihrem parlamentarischen Dasein. Nicht? Aber das ist tatsächlich gleich, den Gedanken noch zu Ende führt. Tatsächlich ist es so, wir haben als AfD keine Möglichkeit. Und mit uns will keiner eine Klage führen. Wir hatten ja schon mehrfach hatten wir auch gemeinsame Untersuchungsausschüsse angeregt bei eklatanten Verfehlungen. Und da kann ich den Herrn Luca erwähnen, der praktisch den Herrn Sonntag mehr oder weniger gefördert hat in abendlichen Speisungen, nicht, sage ich mal so. Und niemand hat sich dazu bereit erklärt, sagen wir, ein Sachproblem zu lösen. Aber Heiner, gerne. Aber Sie könnten es ja trotzdem prüfen lassen durch ein rechtliches das Gutachten. Aber was Emil Sinze gerade gesagt hat, ja klar, wir können es prüfen lassen, aber was können wir dagegen unternehmen? Wir haben 143 Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg, 25% der Abgeordneten bräuchte man, um eine Verfassungsklage zu initiieren. Das würde einfach gehen, wir mit einer anderen Oppositionspartei. Aber wir haben halt immer wieder die Situation, dass die geschlossen zusammenstehen. Wir sagen ja nicht umsonst Kartellparteien, Altparteien und so weiter, Systemparteien. Ja, man hat es halt immer wieder. Dass sich nicht einer die Finger verbrennt an der AfD, wie es in Thüringen passiert. Und man muss jetzt mal tatsächlich sagen, ob es jetzt die FDP oder die SPD wäre. Ja, die sind auch Oppositionen, die müssen ja auch quasi diese Probleme erkennen, aber nein, aus Prinzip
machen die das nicht. Aus Prinzip machen die das nicht und das ist traurig und das müssen wir tatsächlich aufweichen. Wir haben tatsächlich jetzt vor den Fall gehabt, dass die FDP mit uns gegangen ist, als wir quasi im Präsidium verhindert haben, dass die Legislative so arg eingeschränkt wurde. Mhm. Das ist vielleicht ein erster Schritt, ein hoffnungsvoller Schritt, aber da bin ich jetzt aus den letzten 4 Jahren Erfahrung ein bisschen skeptisch, ob die da weiter mit uns gehen oder ob es würde reichen, wir sind 18, die sind 11. Dann wären wir 29, da reicht es immer noch nicht, weil wir brauchen die 25%. Aber tatsächlich, dass jetzt mal endlich die anderen Parteien, die auch nominell Opposition sind, tatsächlich sich ihrer Oppositionsrolle auch mal bewusst werden und auch mal die Regierung kontrollieren. Und es ist in so vielen Landtagen und auch im Bundestag leider nicht der Fall. Also Sie haben vorhin gesagt, ich sei da ja sehr pessimistisch. Nein, bin ich nicht. Ich bin realistisch. Ich habe jetzt 4 Jahre Erfahrung im Landtag, in den verschiedensten Ausschüssen, im Präsidium, jetzt auch im Oberrheinrat, im trinationalen Parlament. Meine Erfahrung ist, dass diese ganzen Parlamentarier der Altparteien sich jetzt gemütlich eingerichtet haben und wollen keinesfalls ihrem lieben Kollegen, mit dem sie doch vielleicht in der nächsten Legislaturperiode eine Regierung machen, zu sehr auf die Finger treten oder auf die Füße treten. Das heißt, dieser Mikrokosmos-Landtag, der schottet sich auch vor der Realität ab. Es fehlt auch am Willen, als Parlamentarier tätig zu sein. Ich will mir da drüben mein Rederecht nicht beschneiden lassen und meine beiden Kollegen auch auf gar keinen Fall. Fakt ist aber, wir haben eine Geschäftsordnung im Landtag. Das heißt, die regelt, wann darf wer reden, in welcher Reihenfolge, wie lange, welche Anträge zur Geschäftsordnung können gestellt werden und so weiter und so fort. Und jetzt gab es allen Ernstes von allen anderen Fraktionen die Idee, die Rederechte drastisch zu beschränken und zwar um 80% der Zeit. Das heißt, wenn man 5 Minuten zu einem Geschäftsordnungsantrag sprechen konnte, um ihn zu begründen, was man auch braucht, wenn man es sauber machen will, das ist jetzt nur noch 60 eine Sekunden und dann Schluss. Und dann erlebe ich da drüben im Landtag, vorher in der Ausschussberatung, im ständigen Ausschuss, der sich ja mit den Verfassungsfragen und auch mit der Geschäftsordnung beschäftigt, dass allen Argumenten, mit denen wir begegnen, Hinweise auf bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, da wird sich nicht einmal damit auseinandergesetzt. Dann heißt es ja, wir haben jetzt die Meinung zur Kenntnis genommen, wir stimmen ab. Die machen sich nicht einmal mehr die Mühe, ihre Absurdität wenigstens zum Schein zu begründen. Mhm. Und wir haben dann wirklich drüben im Landtag ein Parlament, das seiner eigenen Entmachtung zugestimmt hat. Nämlich das Rederecht ist das primäre Recht von uns Abgeordneten. Damit können wir unsere politische Meinung äußern, damit können wir uns artikulieren, damit können wir in den politischen Kampf in der Arena da drüben gehen. In einem Punkt muss ich Sie korrigieren. Ich habe nicht gesagt, die Einstellung ist pessimistisch. Ich habe gesagt, sie zeugt von wenig Vertrauen in die anderen Parlamentarier. Und das kann ich ja nur noch mal wiederholen. Ich habe überhaupt kein Vertrauen in die anderen Parlamentarier. Überhaupt kein. Ich habe eine grüne, ideologisierte, teilweise fanatisierte Truppe da drüben erlebt, die zum Großteil nur hassgesteuert ist. Sie sind nicht in der Lage, ihre Ideologie sachlich zu begründen. Aber sie wollen und steuern auf ein Utopia hin, haben jegliche Empathie zu den arbeitenden Menschen verloren. Es gibt ja ziemlich viele da drüben, die sind ja nach dem Motto Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Ich bin dafür, man sollte sich mal überlegen, dass man nur noch Parlamentarier reinlässt, die eine bestimmte Berufserfahrung haben, mal 10, 20 Jahre gearbeitet haben. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn die eigene Kinder haben. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn die nicht gerade überschuldet sind und sich vielleicht das Mandat sanieren wollen. Und wenn man diese Kriterien hätte, was mir gut gefallen würde, dann erledigen sich 90% der grünen Parlamentarier in Deutschland auf einen Schlag. Aber das bedingt, dass wir den politischen Beruf abschaffen. Politiker ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Und die ist temporär. Und dieses Bewusstsein muss wieder in die Bevölkerung hinein. Da könnte man auch über die Vollzeitparlamente wieder diskutieren. Ja, der Landtag braucht kein Vollzeitparlament. Ja, manche Nationen haben ja kein Vollzeitparlament. Ja. Also, aber die Komplexität, die wir dort selbst schaffen, gibt ja die Rechtfertigung. Das heißt, da keiner von den Menschen ist faul. Die arbeiten von morgens bis abends in komplexen Bereichen, sodass sie die zum Teil gar nicht bewältigen können. Aber die Komplexität wird selbst geschaffen. Mhm. Und das muss man auch sehen. Und der Staat darf ja in der aktuellen Situation gar nicht unverhältnismäßig eingreifen. Er müsste eigentlich das
Und gerade Parlamentarier müssen ja das Bewusstsein entwickeln, mitzuwirken, ihren Job richtig zu machen, ihre Menschen zu vertreten. Aber wie ist denn die Realität? Parlamentarier werden über Listen aufgestellt, die haben mit ihrem Wahlkreis gar nichts zu tun. Zum Teil wohnen die noch nicht mal in ihrem Wahlkreis, haben keine Beziehung zu ihm und bauen auch keine auf, sondern sie sehen das als Beruf an. Und das ist ein Fehler im Grundkonstrukt. Das sehen Sie aber, das zieht sich sogar durchs Beamtentum durch. Sie sehen ja hier praktisch einen Bürgermeister-Poker, nicht? Einmal dort Bürgermeister, dann verbessert er sich in einem anderen Bereich, dort Bürgermeister und die werden gar nicht mehr heimisch, das sind Reisebürgermeister und können vielleicht mehrere Gemeinden gleichzeitig führen. Vielleicht also, auch Reisewerbebeauftragte. Reisewerbeauftragte noch dazu. Ne? Und dann werden Leute, die mit diesem Genre überhaupt nichts zu tun haben, gewählt unter politischem Kalkül. Und das ist das Problem. Ja. Das heißt, die Ernsthaftigkeit in der Wahrnehmung seines Mandats. Und die muss ich leider Gottes vielen meiner Kollegen da drüben abschreiben. Ja. Sie sind opportunistisch getrieben. Sie sind interessengetrieben und sie hängen ab von einem Konstrukt, das viel weiter in die Parteiorganisation hineingreift, wie einer, sagen wir mal, gärigen AfD. Aber das Gärige ist positiv. Wir streiten. Wir leben noch. Ich habe das auch immer als positiv empfunden. Ja, liebe Zuschauer, an der Stelle würde ich gerne mal den Hinweis loswerden, dass, wenn Sie vielleicht den Eindruck hatten, dass es hier um sehr grundsätzliche Fragen doch auch polemisch geht, dann schauen Sie sich doch, oder pessimistisch, dann schauen Sie sich doch die Debatten im Landtag einfach mal an. Und wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich es wahrscheinlich selbst nicht glauben. Ja, und das ist das, was ich sage. Erstens mal, ich wäre sofort dafür, die Legislaturperioden pro Person zu begrenzen. Ich sage mal, eine braucht man, um reinzukommen, die zweite, dann ist man drin, noch eine dritte, aber dann muss Schluss sein. Es darf nicht sein wie ein Wolfgang Schäuble, der mehr als ein halbes Jahrhundert im Parlament sitzt. Der Mann hat ja nie einen anständigen Job gemacht. Und er kann auch nicht mehr in anderen Kategorien denken, würden wir ihm mal unterstellen. Schauen Sie, wir haben jetzt eine ganze Reihe von ausscheidenden Kollegen da drüben, nicht? Gestern hatte ich ja ein wirkliches Aha-Erlebnis. Da sagt doch einer meiner Kollegen zu mir, wenn ich jünger wäre, müssten Sie sich warm anziehen. Da sage ich, warum denn das? Ja, dann wäre ich bei euch. Dann wäre ich bei euch. Ich sage ja, Sie sind ja noch jünger als ich. Und warum kann er jetzt nicht zu uns kommen? Ja, weil der Opportunismus so, er verliert sein Umfeld. Aber ich gehe als Parlamentarier auch dorthin, um unbequeme Wahrheiten auszusprechen und auch unbequem zu sein. Mhm. Aber das ist ja das Ziel. Ich muss ja meinen Bürger vertreten. Wenn dann Leute dann praktisch am Ende ihrer Laufbahn, egal wie die heißen, dann plötzlich zu Opposition werden, ist das auch nicht richtig. Mhm. Man muss den Mut haben zu sagen, hier läuft was falsch. Und es gibt ja durchaus sogar in der SPD und in den Grünen gibt es Beispiele, die das gemacht haben und sagen, ich bin nicht mehr einverstanden, ich wechsle die Organisation. Und deshalb alle, die meinen, jetzt bei der CDU ihr Lebensende fristen zu müssen, ne, wir sind durchaus eine leistungsfähige Partei und Sie sind herzlich willkommen, nicht? Also manche Berufsopportunisten wollen wir nicht haben. Ja. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal die eingeschränkten Rechte betrachten und mir persönlich ist ja die Freiheit immer besonders wichtig, also das Thema Freiheitsrechte an der Stelle. Ich und möglicherweise viele Zuschauer möchten gerne wieder frei sein. Wir möchten keinen Mundschutz tragen. Wir möchten beim Friseurbesuch nicht sämtliche unserer Kontaktdaten angeben müssen. Ich möchte auch gern verreisen, wohin ich möchte. Aber natürlich möchte ich auch nicht krank werden und ich möchte niemanden anstecken. Herr Dr. Merz, wie lösen wir dieses Dilemma? Tja, wir wissen auf jeden Fall, wie es falsch gewesen sein wird. Ja. Nein, das ist tatsächlich, ich bin ganz froh über den... Darf ich mir den Satz notieren? Der ist toll. Ich bin ganz froh über den Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben tatsächlich unterschiedliche Bundesländer, tatsächlich auch mit unterschiedlichen Sitten, Gebräuchen und so weiter und auch unterschiedlichen Handhabungen der Krise. Wir werden daraus gelernt haben. Wir haben europaweit auch unterschiedliche Länder. Ich glaube persönlich natürlich die Südländer, die quasi sich nicht begrüßen können, ohne sich um den Hals zu fallen. Und die Familienzusammengehörigkeit und das gemeinsame Essen zum Beispiel, was ich natürlich sehr schätze, wenn ich jetzt in Italien bin mit dortigen Freunden und sowas, das ist natürlich schon kulturell so, dass dort das
ansteckungsfördernder ist, wenn man das so praktiziert wie jetzt quasi in Finnland, wo jeder dick eingemummt irgendwo hey oder hey do, was in Schweden dann wäre. Hey, hey, ist ja, das schwedische Hallo. Ja, ich weiß, hey, hey, hey do ist das Tschüss in Schweden, ich war auch lange dort. die Unterschiede sind da und man hat tatsächlich jetzt Erfahrungen, wir sind jetzt von einer neuen Situation. Muss man sagen, wir sind aber nicht unbedingt von einer neuen Situation, dass es eine Pandemie gibt, sondern die Panik, mit der der begegnet wird. Wir hatten da im Laufe der Menschheitsgeschichte schon viele Epidemien, viele Pandemien auch. Manche sind quasi gar nicht so dann wahrgenommen worden, manche wurden auch nicht so aufgebauscht. Wir hatten jetzt mehr Grippetote, wir hatten mehr, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, aber so Tote wie jetzt quasi spanische Grippe, ja, und andere Dinge und auch, auch jetzt quasi, was gar nicht in Europa betroffen hat, waren auch einige Epidemien. Klar, jetzt haben wir natürlich hier in einer Wirtschaftsregion, die tatsächlich ja, unsere Kultur hat, haben wir diese Situation. Und ich möchte nicht unbedingt jetzt alles verwerflich klassifizieren, was gemacht wurde, denn wir haben tatsächlich Ansteckungszahlen eventuell begrenzt. Eventuell, man weiß es nicht, Schweden hat es anders gemacht. Schweden haben wir zum Beispiel auch Riesentodesfälle, wir haben aber die Riesentodesfälle in den nördlichen Vororten von Stockholm, wo dementsprechende Gruppierungen wohnen, die eigentlich nicht Urschweden sind. Das heißt nicht mit Distanz hey oder hey do sagen, sondern quasi abends bis in die Nacht zusammenhocken und arbeitslos sind. Und die haben tatsächlich die riesen Todesfälle, die haben die Probleme. Also es ist so, dass man den Umgang mit dieser Pandemie, mit dieser Epidemie studieren wird und nachher weiß man es tatsächlich, wie man es machen wird und es wird sicher, und da bin ich wirklich Realist, nicht die letzte Pandemie sein, die die Menschheit befällt. Also im Grunde genommen ist es auch das Bewusstsein, dass die öffentlichen Medien schaffen. Die schüren ja mehr oder weniger die Angst. Das ist ja Sensationshascherei. Ja. Ich kann jeden Ängstlichen verstehen, aber eins muss man sich auch vor Augen führen. Der Tod gehört mit zum Leben. Und zwar von Anfang an. Von Anfang an gehört er mit zum Leben. Ja, das, und das muss man sich immer wieder bewusst sein und bewusst machen. Das Ziel des Lebens ist der Tod, der Sinn ist was anderes. Ja, aber die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Herausforderung aus? Und manche Maßgaben sind ja durchaus gerechtfertigt und die kann man einschränken, bis man die Gefahrenlage einschätzen kann. Aber ich meine, wir können jetzt die Gefahrenlage einschätzen. Ja. Und ich kann einen Impfstoff nicht als Argument nehmen, diese Einschränkungen weiter aufrechtzuerhalten und dann noch in den Raum stellen, ja, wir brauchen Tracking-Systeme, um nachzuverfolgen und jeder muss geimpft werden, erst dann werden wir freigeben. Das wird erstens die Bevölkerung nicht mitmachen, das wäre nicht verhältnismäßig und vor allen Dingen wäre das für unsere Volkswirtschaft äußerst schädlich. Jetzt will ich nicht dem Mammon das Wort reden, aber leider hängen wir alle davon ab. Das heißt, unser System ist so aufgebaut. Und wir sind nicht mehr in der Lage, ohne Handel überhaupt unser Land durchzubringen. Wir sind nicht ernährungsfähig. Das heißt, wir könnten gar nicht die Lebensmittel anbauen auf unseren Äckern und Böden. In Baden-Württemberg sind es gerade mal 20% Eigenernährungsfähigkeit. Nicht? Also, und das ist ja das ist die Herausforderung schlechthin, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie gefährlich ist dieser Virus tatsächlich und können wir in den eingeschwungenen Zustand wieder zurückkehren, wenn vielleicht auch stufenweise, aber schnell. Aber ich kann da nicht hergehen und das ganze Existenzen ruinieren, nur weil ich eine falsche Lageeinschätzung habe. Wir haben vielleicht mehr Tote aufgrund von den Maßnahmen gegen den Virus wie aufgrund von Virus. Aber die werden halt nicht so aufgelistet. Das sind tatsächlich Vernachlässigte. Das sind vor allem gibt es sie vielleicht jetzt noch nicht. Nee, aber es ist tatsächlich so. Dass die Suizidrate wäre jetzt interessant zu verfolgen. Auch zum Beispiel, ja, und die Nachfolgen, aber das wird nicht statistisch erfasst. Aber wir haben tatsächlich... Wir müssen aufheben, wir müssen wieder in die Normalität zurückkehren, weil sonst wir sind ein Industrieland, wir leben von unserer Industrie, wir leben von unserer Wirtschaft und wenn wir die nicht haben, ja, dann nützt uns auch nichts, dass wir uns quasi vom Virus verstecken, wenn wir tatsächlich beide sind. Es geht nicht anders. Ein Hinweis darauf, es gibt offenbar den Bedarf, es gibt inzwischen Fernsehspots, die Werbung machen für telefonische Beratung bei Depressionen. Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Ja. Wir haben in China, zufällig habe ich es jetzt erfahren, in Japan war es, unheimlich viele Scheidungen, wir haben unheimlich viele häusliche Gewalt, das wird aber alles nicht in den Medien so gebracht, aber quasi die Sekundäreffekte dieses Lockdowns,
Das sollte man mal bedenken, dass quasi Familien zerbrechen, dass quasi da auch irgendwelche Leute, es gibt in Altersheimen alte Menschen, die sind einsam gestorben, weil die Verwandtschaft nicht zum Besuch kommen durfte und sowas. Das sind tragische Fälle. Und quasi, wenn jetzt natürlich eine Rezession kommt, und die kommt, die würde auch was von offizieller nicht, nicht verneint, wenn wir jetzt einen Wirtschaftseinbruch haben in Europa um, sagen wir mal, im Schnitt 20%, da haben wir dann tatsächlich auch Leute, die aufgrund von dessen sterben. Natürlich, weil die Versorgung dann vielleicht nicht mehr so ist, weil dann irgendwo die Umstände nicht so sind, weil vielleicht auch nicht unbedingt jetzt verhungern wird gerade direkt keiner. Aber quasi die ganzen Gesundheitssysteme, die ganzen Erwerbssysteme und so weiter, die sind dermaßen dann angeschlagen, dass auch die Spätfolgen sind immens. Und das sollte man mal bedenken, die kann man bloß jetzt nicht statistisch so erfassen, aber die sind da. Und deswegen aufheben, so schnell wie möglich. Also man darf nicht vergessen, 1,7 Millionen Baden-Württemberger sind in Kurzarbeit. Auch, natürlich. 1,7 Millionen, ja. Bundesweit über 10 Millionen. Und wir sind noch intakt, und halbwegs im Vergleich zur Rest Europa. Und die Leitewelle, die wirst erst beginnen, ja. Weil manchen geht einfach die Luft aus. Und Kurzarbeit bedeutet, die Menschen haben nur noch 2/3 ihres Gehalts. Ja, natürlich. Und können unter Umständen Kredite nicht mehr im vollen Umfang bedienen und so weiter und so fort. Also das ist ja schnell repariert worden durch die Maßnahme und die Erhöhung des Kurzarbeitergelds durch die Bundesregierung. Richtig. Aber der Anlass war eigentlich nicht der Verstand, sondern der Anlass war die Tatsache, dass die EU 100 Milliarden ausgelobt hat. Und dann hat man festgestellt, dass in Frankreich 100% bezahlt werden und in Italien. Und dann kann man dem Deutschen nicht zumuten, dass er 60% bekommt. Er hätte ja wieder 40% Verlust. Also im Grunde genommen ist das ja eine magische Zahl. Wir sind bei allen Schulden mit 40% immer dabei. Das ist immer das Schöne, nicht? Also braucht man sich nicht viel merken. Die 4 ist magisch und wir zahlen. Also um mal auf diese Depressionsgeschichte einzugehen. Es gab ja diesen netten Beitrag von dem einen Psychiater, der sagte, wenn Sie mehrere Wochen in Isolation sind und Sie fangen an, mit Ihren Wänden oder Blumen zu reden, ach das, ja, rufen Sie uns nicht an. Das ist völlig normal. Rufen Sie uns erst an, wenn die Ihnen antworten. Also ich glaube, die Politiker sollten mal anfangen, damit meine ich die Regierung, mehr an die Eigenverantwortung der Menschen zu denken und denen auch mehr zuzutrauen. Ich meine, wir haben, ich nenne sie immer Flinten-Uschi, jetzt die EU-Präsidentin, genau, die sich von allen Ernstes in der Öffentlichkeit hinstellt und sich filmen lässt, um den Menschen zu sagen, wie man sich die Hände wäscht. Also auf welchem geistigen Niveau verortet die denn den mündigen Bürger, von dem sie sich dann aber wählen lässt? Bitte, ich gehe noch weiter. Das ist ein aristokratisches Verhalten, monarchisches. Ich kann mich nicht erinnern, Frau von der Leyen gewählt zu haben. Na, die nicht, aber wir haben ja nicht die Chance, weil sonst wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist. Aber das Verhalten ist aristokratisch. Ja. Das Feudalismus pur. Das heißt, die denken tatsächlich, sie hätten eine Vorbildfunktion, nicht? Dabei sollten sie mal an den Stammtisch gehen, wie über sie geredet wird, dann wird das nämlich ganz anders aussehen, nicht? Also, wenn sie aber noch, sagen wir mal, die aristokratische Macht hätten, dann hätte man viel zu befürchten. Ja, man muss ja zu ihr sagen, das Töchterchen von... Ja gut, jetzt will ich sie nicht abwerten. Sie kann ja nichts dafür, dass sie einen erfolgreichen Vater hat. Das ist richtig, aber sie wäre sicherlich nicht aus eigener Leistung irgendwas geworden. Das können wir nicht abschließend bewerten. Das ist jetzt meine Behauptung. Aber wenn Herr Dr. Merz, ich habe noch eine Frage, die auch von unseren Zuschauern kommt. Das ist auch wieder eine Frage, die Sie in Futur 2 beantworten können. Angenommen, es kommt im Herbst die zweite Corona-Welle. Wie regiert dann die AfD? Dann doch für die Einschränkung der Grundrechte? Ja oder nein? Also wie reagiert dann die AfD? Ja, dann haben wir zumindest mal Erfahrung gesammelt, wie es jetzt ging. Wie es jetzt, Sachsen-Anhalt hat 0 Fälle vorgestern gehabt. Die haben jetzt schon gelockert. Die Südstaaten, also Baden-Württemberg, Bayern zieren sich jetzt noch und so weiter. Es ist so, wenn eine zweite Welle kommt, was durchaus wahrscheinlich ist, es muss ja nicht unbedingt Corona sein, es kann auch eine andere Sache sein. Es kann, ich habe ja vorher gesagt, solange es Menschen gibt, solange es die Natur gibt, solange es andere Wesen auf der Welt gibt, aber ein Virus ist ein lebloses Ding sogar, aber solange ist immer wieder die Gefahr, dass genau sowas wiederkommt. Und wie werden wir reagieren? Wir haben gesagt damals, Grenzen zu,
Maßnahmen, wir waren in der Forderung relativ zügig, wo die anderen noch geschlafen haben. Das muss man sagen. Wir sind jetzt auch relativ zügig, wo die anderen das noch weiter hinauszögern wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und genauso, wenn jetzt eine zweite Welle kommt, haben wir tatsächlich Erfahrungen wie Schweden, die quasi kaum was gemacht haben, wie Großbritannien, die angeblich nur zu spät gemacht haben, wie wir, wie unsere Bundesländer und sowas, was da passiert ist, wie man weiß jetzt auch noch nicht heute, ob die Maske tatsächlich schützt. Jeder hat die auf, jeder, aber es gibt auch schon Messungen, dass tatsächlich die Maske nur schützt, wenn der Tragende infektiös ist, dass er nicht die anderen ansteckt. Aber gegen die Ansteckung von anderen kann man sich nicht schützen. Das sind alles Untersuchungen, die sind noch nicht abgeschlossen. Man wird dann wissen, eventuell, ob die Maskenpflicht tatsächlich sinnvoll war. Man wird dann wissen, ob die Quarantäne so sinnvoll ist. Wir haben ja auch jetzt quasi schon Berichte, habe ich heute gelesen, dass man sich nicht zwangsläufig ansteckt, wenn jemand mit Corona im selben Haushalt wohnt. Aha, und enger zusammen kann man ja nicht sein. Auch ich meine, das wäre ein Ergebnis der Heinsberg-Studie, stimmt das? Ja, so, es gibt viele Studien. Und was weiß ich, es gibt natürlich viele Charlatanerie, was jetzt quasi auch sich publik macht und irgendwo gelten will. Aber wir haben in einem halben Jahr, haben wir zumindest mal eine gewisse kleine Erfahrung. Und wenn wir tatsächlich sagen können, Maske nützen, dann bin ich der Letzte, wo dann sagt, okay, man wird auf eine Maskenpflicht dann verzichten. Zum Beispiel, ja, oder Quarantäne. Aber es ist tatsächlich so, warten wir es mal ab und dann können wir immer noch reden. Also ich habe keine Angst vor der zweiten Welle. Überhaupt nicht. Weil wir haben jetzt in der ersten Welle, sage ich mal, haben wir Kapazitäten geschaffen, die eigentlich Überkapazitäten sind. Die sind gar nicht ausgelastet. Das heißt, Beatmungsplätze gibt es, Intensivstationen gibt es. Das heißt, wie gehe ich mit dieser Tatsache um? Ich muss ja auch die Krankenhäuser wieder in den Normalbetrieb hineinbringen, sonst gehen die nämlich auch pleite. Nicht? Die sind ja nicht auf Corona-Patienten ausgerichtet. Und das heißt, ich muss diese Kapazitäten erhalten, auch wenn es Geld kostet, um vorbereitet zu sein, wenn eine zweite Welle kommt. Ich würde auf keinen Fall dann sagen, wir machen jetzt wieder einen Lockdown und schließen alles. Nein, sondern ich würde dann darauf setzen, auf die Tatsache, dass doch die Mehrheit der Infizierten wieder gesundet ist. Das wird ja jeden Tag große Mehrheit, die große überwältigende Mehrheit. Überwältigende Mehrheit ist wieder gesundet. Und dann muss man mit dieser Corona-Pandemie normal umgehen. Man muss sagen, hier, er ist krank, wir überwachen ihn, er wird krank geschrieben, er geht vielleicht auch in eine gewisse Zeit in Quarantäne und wir sorgen dafür, dass er nicht zu Tode kommt. Das wird aber vielleicht nicht gesichtswahrend für die Politiker stattfinden, die die Maßnahmen jetzt alle beschlossen haben. Nein, die versuchen den Zustand zu halten. Verstehen Sie? Hier wird ja schon schwadroniert, ob wir Briefwahlen einführen für die Bundestagswahl. Wird schon schwadroniert. Also das wird natürlich zum eigenen Vorteil genutzt, damit eben der Bürger mit dem politischen Wettbewerber so nicht in Kontakt kommt. Und dass wir in der Presse totgeschwiegen wird, ist ja kein Geheimnis, nicht? Also die bringen höchstens, wenn wir mal uns einen Skandal leisten, aber sie bringen von unserer politischen Arbeit so gut wie nichts. Mhm. Also versprechen die sich einen Vorteil davon. Sie stehen als Helden da und die werden diesen Prozess natürlich verlagern. Aber hier war die Ausgangsfrage, haben wir Angst vor der zweiten Welle? Haben wir nicht. Wir haben die Kapazitäten, wir haben die Fähigkeiten. Die Kapazitäten und die Fähigkeiten gilt es nicht zu vernachlässigen, sondern wir halten die vor und gehen aber in Schwingen wieder zurück und werden dann sehen, wie sich das weitere entwickelt und fahren nicht auf Sicht und sagen, jeden Tag entscheiden wir neu, sondern wir haben einen Plan und den haben wir auch schon sehr früh bekannt gegeben und wir haben auch gesagt, sehr schnell müssen jetzt wieder die Kindergärten geöffnet werden, sehr schnell müssen die Schulen wieder geöffnet werden, weil schließlich handelt es sich dort um die robusteste Bevölkerungsschicht, die eigentlich mit diesem Coronavirus viel besser umgehen können und deshalb bin ich da eigentlich ganz gelassen. Und so wie es der Kollege gesagt hat, ist ja tatsächlich so, wir werden dann vielleicht mit einer ganz anderen Grippewelle oder Pandemie umgehen müssen. Es gibt Millionen von Viren, die auch mutieren. Das Schlimme ist, wir sind jetzt sensibilisiert und konditioniert darauf zu achten, während wir die Grippewelle vor 2018 eigentlich über uns ergehen ließen und da sind mehr gestorben als jetzt in dieser Pandemie. Ja, und was man auch noch sagen muss, jetzt quasi klar, die jetzig Herrschenden, wir haben tatsächlich die öffentlich-rechtliche Medien, das ist eine Hofberichterstattung. Wirklich. Also ich wurde im Bekanntenkreis mehrmals gefragt, Mensch, was macht denn ihr?
Und da kann ich sagen, wir machen unheimlich viel. Wir machen Pressemeldungen, wir machen wirklich viel. Aber was kommt im Moment in der Öffentlichkeit? So gut wie nichts. Corona. Und nicht aber die AfD-Statements dazu, sondern tatsächlich irgendwelche, wenn Kretschmann beim Friseur sitzt und sich seine Haare wieder schneiden lässt und sowas, das kommt dann mit Bild in dieser Hofberichterstattung. Aber die Aktionen, die wir machen, die tatsächlich, kommt nicht, und das ist auch ein großes Problem, und es wird dann genauso im Herbst sein, dass natürlich die jetzigen sich feiern lassen werden und tatsächlich die kritischen Stimmen eventuell gar nicht zu Wort kommen. In meiner Heimatstadt haben wir ja zu dieser Gesichtsmaske Maultäschle gesagt, nicht? Also das haben sie so kreiert. Okay. Und ich finde es aber nett in Beziehung mit Kretschmann, wenn er mit seinem Maultäschle und dem Landeswappen im Fernsehen brilliert, in jeder Tageszeitung kommt. Ja, man kann auch Gesichtswindel sagen. Um das mal aufzunehmen, was Dr. Merz eben gesagt hat. Es ist genau so. Wir haben vor kurzem einen Antrag eingebracht, alle Aufwandsentschädigungen für die Abgeordneten, für die Staatssekretäre, für die Minister um 10% zu kürzen. Vor wenigen Tagen hat der SWR einen Bericht gemacht, in SWR aktuell, wo nur der Vorschlag der anderen Parteien, und zwar nur auf eine Erhöhung zu verzichten, erwähnt wurde und gesagt wurde, die AfD war da dagegen. Ja, das ist natürlich toll. Wir haben uns gegen diese... Leicht irreführend. Mehr als irreführend. Wir haben uns natürlich gegen diese reine Symbolpolitik gewendet und haben gesagt, nein, wenn, dann nehmen wir es in die Hand, und das hätte jetzt auch eine Millionenentlastung im Haushalt gebracht. Und das sind halt die Methoden, aber... Zum ersten Mal hat dann der SWR jetzt gestern dann das korrigiert in seiner Sendung und hat also reingebracht, dass wir um 10% kürzen. Aber das ist doch schön. Das heißt, wir haben Hoffnung müssen, in die Presse. Ja, aber die Umstände sind doch so, dass allein der SWR in Baden-Württemberg alle 8 Stunden bekommt er 1 Million Euro hingestellt. Mhm. Also weit über 1 Milliarde im Jahr. Das ist Bestechungsgeld. Denn Sie wissen, wenn die AfD dran ist, ist Schluss mit diesem Zwangsgeld. Also Herr Kloß hat quasi, der Zwangsbeitrag, der zu leisten ist, sind über 8 Milliarden in Deutschland pro Jahr. Und der SWR bekommt von den Zwangsbeitragszahlern über die GEZ über 1 Milliarde, über 1000 Millionen im Jahr bekommen die. Einfach so. Ja. Und die haben doch gar kein Interesse daran, über jemanden objektiv zu berichten, der hier sagt, wir wollen dieses politische System verändern für die Menschen. Da haben die kein Interesse. Ja, das ist, versteht sich von selbst. Aber im Rahmen der politischen Möglichkeiten und der Gesetzgebung wollen wir verändern, nicht? Also das müssen wir immer wieder einschränken, weil die Interpretationen draußen sind natürlich dann vielschichtig, nicht? Also niemand rennt hier mit der Kalaschnikow rum, das muss man auch sagen, nicht? Das habe ich auch vorausgesetzt. Ja, aber interessant, um da noch einen Satz zu ergänzen. Die Grünen haben uns vorgeworfen, wir hätten vorbereitete Listen sozusagen, wer da also inhaftiert werden soll. Fakt ist, kenne ich gar nicht diese Listen. So, die haben die vielleicht, denn die gehen bei diesen Vorwürfen von sich selbst aus. Ich habe ja immer treue Besucher meiner Facebook-Seite. Die sind immer bestens informiert, was ich tue. Nicht? Also ja, wenn man auch die Veröffentlichung von Mitgliederdaten auf linksradikalen Internetplattformen sich anschaut, ja, also das ist wohl eher ein Vorwurf, den wir an die anderen machen könnten. So ist es. Es gibt eine ganz wichtige Frage, die auch mehrfach an uns herangetragen wurde, die möchte ich ganz gerne noch stellen, und das ist die nach der Unabhängigkeit der Institute. Wie wir alle wissen, nehmen ja auch private Stiftungen, Lobbygruppen und sogenannte NGOs, das Wort ist heute schon mal gefallen, immer wieder Einfluss auf die Politik, ganz konkret gefragt. Finden Sie es bedenklich, dass beispielsweise die Bill und Melinda Gates Stiftung zweckgebundene Spenden in ganz erheblicher Höhe an die WHO leistet, während sie gleichzeitig große Aktienpakete an führenden Pharmaunternehmen hält, die einen Impfstoff herstellen oder an dem Impfstoff profitieren könnten? Also die Antwort liegt ja schon in der Frage. Das ist ein ganz klarer, ja, da ist ein klarer Interessenkonflikt. Aber das treibt auch wirklich unsere Zuschauer um. Das ist mehrfach an uns herangetragen worden. Es ist ein Interessenkonflikt. Und wer Geld in die Hand nimmt, der will etwas bewirken. Mhm. Und die wollen etwas für sich selbst bewirken. Ich stelle mir da eine andere Frage noch. Ne? Und zwar, wie können wir zulassen, dass so ein Reichtum entsteht und sich dann dieser Reichtum
dem allgemeinen Steuersatz entzieht und dann eine Stiftung gegründet wird, die dann operativ und politisch eingesetzt wird und den eigenen Zielen dient, nicht den Zielen der Bevölkerung der USA, wo Bill Gates wohl immer noch wohnt, nicht? Seinen Hauptwohnsitz hat, dort den allgemeinen Zielen dient, nein, sondern er nimmt es heraus, wird steuerlich begünstigt und setzt es dann praktisch für die eigenen Ziele ein. Das kann es eigentlich nicht geben, das sollte es auch bei uns nicht geben. Aber wie kann das denn unterbunden werden? Was können wir denn in diesem konkreten Fall tun oder in ähnlichen Fällen? Ja, wir müssen, also wenn wir die Mehrheit haben, müssen wir an das Stiftungswesen herangehen. Ja. Das heißt, wir haben ja auch hier ein ganzes Konglomerat, das praktisch mehr oder weniger in unsere Lebenswirklichkeit eingreift. Die bauen sich da eine Stiftung zusammen, finden dann Geldgeber, haben die Möglichkeit, dann Gutachten zu erstellen und manipulieren mit den Gutachten unsere tatsächliche Lebenswirklichkeit. Ja. Und dann kommt es zu Extremen wie zur deutschen Umwelthilfe, nicht? Die mich ständig vorm Ersticken retten wollen. Nicht? Also jetzt bin ich ja schon etwas älter und habe schon mehrere... Das ist doch eigentlich sehr nett von denen. Ja, toll. Aber ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo mein Vater gesagt hat in Oberhausen, Kinder, jetzt haltet mal die Luft an, bis wir durch sind. Nicht? Da konnten wir die Hand vor Augen nicht sehen. Und 1990 konnten wir das in der DDR auch nicht, weil dort überall mit Braunkohle geheizt wird. In der Zwischenzeit haben wir selbst in Stuttgart die eine der reinsten Lüfte. Die wäre 1990 zum Kurort, werde die gekürt werden. Und jetzt kommt einer und verfolgt politische Ziele. Und da frage ich mich immer, sind die persönlich motiviert oder dienen die der Allgemeinheit? Oder was treibt die an? Wer treibt die an und wer beauftragt diese Menschen? Das ist ja die Frage schlechthin. Und Bill Gates gibt sich selber einen Auftrag und sagt, ich will die Welt retten. Und wenn ich dabei Geld verdiene, ist es noch besser. Nicht? Und das werde ich jetzt gut kaschieren. Nicht? Also, das ist wie bei Soros. Ja, genau dasselbe in Grün. Ja, vielleicht sagt er auch, ich möchte Geld verdienen und vielleicht kann ich nebenbei die Welt retten. Ich will seine Ideologie durchsetzen. Die Leute haben einen Kopf, ob der jetzt ist. Die haben eine Ideologie und das ermöglichen sie sich, den eigenen Kopf mit dem eigenen Geld durchzusetzen. Das heißt, die kaufen uns die Lebenswirklichkeit ab, indem sie uns manipulieren und zwingen. Und das dürfte im demokratischen System natürlich nicht sein. Ja. Aber wenn ich sehe, wie viele meiner Kollegen da drüben in diesen Organisationen als leidende Funktionäre sogar noch mitwirken, dann wird mir da Angst. Jetzt möchte ich zum Beispiel nicht Ungarn als Vorbild hinstellen, aber tatsächlich, dort gibt es Gesetze, dass ausländische NGOs dort keine, zum Beispiel Unis betreiben können oder keine Einflussnahmen machen und sowas. Und da müssten wir auch hin. Es ist tatsächlich ein weites Feld, ne? Ja, ist ein Unwesen geworden. Machen dass wir noch quasi, eine eigene Sendung dazu. Ja, naja, aber das zum Beispiel die Antonio-Stiftung. Die ist Amadeo Antonio. Ja, das ist auch nichts anderes wie so ein NGO-Verein, der quasi im Moment sogar die Zensurhoheit fast in Deutschland hat, weil er beauftragt wurde, Facebook zu zensieren. Und die Deutsche Umwelthilfe, auch so ein obskurer Laden, wo natürlich quasi die dortig Leitenden haben sich alle schöne Gehälter gegeben und irgendwelche Toyota zum Beispiel, die selber keinen Dieselmotor haben, finanzieren mit die DUH, muss man auch wissen. Ja, die haben sie zurückgezogen. Da haben sie jetzt, das ist, weil es rausgekommen ist, weil ich es jetzt gleich gesagt habe, dann haben sie sich zurückgezogen, aber vorher haben sie es fleißig gemacht. Ja, und so weiter. Und man muss also tatsächlich auch mal die Motivation, ist sehr absurd, die Motivation von den NGOs, also Soros ist quasi irgendwo so ein, naja, was der für Motivation hat, das wird ja von bis gesagt, aber Gates auch, der hat jetzt quasi so viel Geld, der hat irgendwo einen Kopf und glaubt, die Menschheit steuern zu müssen. Er hat das obere Wissen gepachtet, hat die Möglichkeiten, und quasi wirkt damit hin. Und einer, genau das ist das Problem. Ich unterstelle jetzt den mal keine schlechte Motive, sind wir mal offen. Aber er hat seinen eigenen Kopf und er setzt den durch. Ja. Und er setzt ihn gegen die Demokratie. Ja. Gegen Strukturen, die wir uns alle selbst gegeben haben. Gegen demokratische Strukturen, genau. Genau, weltweit. Ja. Und das ist das kann nicht sein. Das ist nicht gleich unter gleichen. Das ist nicht nur ein Primus und ein Paris. Nicht? Sondern vor ihm hofieren ja alle. Denken Sie doch an das große Interview, dass er in einer Sondersendung im ZDF bekommen hat. In Tagesthemen. Tagesthemen, ja. Na? Also das muss man sich mal vorstellen. Gut, bevor wir jetzt hier komplett zu Verschwörungstheoretikern abgestempelt werden, möchte ich noch ein bisschen eine konkretere Abschlussfrage stellen. Und zwar an Sie drei nacheinander, bitte. Wir hören ständig und überall das Mantra vom Zusammenhalt.
Das ist in jedem Einspieler im Fernsehen zu sehen. Bleiben Sie gesund, ist das Neue auf Wiedersehen und so weiter. Gemeinsam gehen wir durch diese Krisen. Die Menschen sind solidarisch und verständnisvoll. So lautet es überall in den Medien. Gleichzeitig sind aber die aktuellen rechtlichen Regelungen für viele Menschen ja derart unklar und undurchsichtig, dass der Bürger dadurch häufig überhaupt nicht mehr weiß, was er jetzt darf und was er nicht darf. Und diese Unsicherheit führt unter Umständen auch dazu, dass wir so Phänomene erleben wie Denunziantentum und eine Art Paralleljustiz. Da habe ich mich gefragt, ja was denn nun? Mich interessiert Ihre Einschätzung. Ist der Zusammenhalt in Deutschland bombig oder misstraut jeder jedem? Ja, Solidarität funktioniert nur in einer homogenen Gruppe. Punkt. Ist so. Also wenn man das denkt, das ganze Bismarck'sche Sozialversicherungswesen und sowas, das wurde darauf gegründet, dass die Leute sich ähnlich fühlen. Ähnliche Glauben, ähnliche Werte, ähnliches, ja und so weiter. Mhm. Und da fühlt man sich solidarisch. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo USA anguckt, mit Chinatown, mit Little Italy, mit Polish Quarter und sowas, New York und sowas, klar, die leben auch friedlich miteinander, aber die sehen sich nicht irgendwie als füreinander verantwortlich, ja, weil sie halt quasi keine homogene Gruppe sind. Und wenn Deutschland jetzt zerfällt in dishomogene Gruppen, was es ist, wir haben ja quasi durch die Migration, wir haben durch die gebliebenen Gastarbeiter, wir haben durch die verschiedenen Religionsbetonungen, lassen Sie mich mal das so sagen, auch eine sehr disjunkte Bevölkerungsgruppe hier. Es gibt keine natürliche Solidarität mehr im Lande. Das gibt es nicht. Ich kann schon gar nicht mehr hören. Mhm. Und das dann immer wieder zu beschwören, es ist nicht der Fall. Jede Gruppe ist innerhalb von sich solidarisch, aber nicht quasi irgendwo mit der anderen Gruppe. Und eins muss man auch noch wissen, der Ruf nach Gleichheit kommt stets von unten. Ja. Wenn jetzt quasi in der EU große Solidarität beschworen wird, dann von denen, die gerne die Hand aufhalten. Ja. Also es ist nicht so, es ist auch die EU, Norwegen oder die Schweiz sind nicht Teil der EU, weil natürlich die Megazahler wären. Also wieso sollen die da rein? Es wollen nur Länder in die EU, die dann quasi vom Anfang an sich so, ja, wo sich dann quasi subventionieren lassen wollen, wo quasi das ausnutzen wollen und sowas. Und ein paar, jetzt wollte ich schon Deppenstaaten sagen, nein, ein paar Geberländer zahlen die ganze Party. Also das ist die Solidarität der EU, der Ruf von Gleichheit kommt nach unten, die wollen, und das ist das Thema auch jetzt, und da müssen wir tatsächlich mal einen Schritt zurückgehen und wenn wir jetzt quasi über Solidarität nachdenken, das mal einberechnen. Es ist tatsächlich nichts anderes wie die Umverteilung von nach, beziehungsweise halt da quasi noch ein moralischer Zeigefinger erheben mit einer Solidarität, und das kann nicht sein. Wir haben tatsächlich Egoismen hier in der Gesellschaft schon, nicht von den verschiedenen Gruppen. Man sieht es ja auch schon quasi, eine hat macht diesen Religionsruf, der andere macht diese Religionstöne und alle quasi glauben, sie recht zu haben. Dann, also ich möchte da jetzt nicht weitergehen, Sie wissen aber, um was ich rede, und quasi es gibt diese nicht, es gibt die Egoismen, und wir haben tatsächlich jetzt auch in dieser Krise das Aufbrechen von dieser künstlichen Solidarität. Wir haben schon wieder Blockwarte, wir haben schon den Denunziantentum, es zeigen schon wieder Leute andere an. Und da zeigt sich, wie fragil das ganze künstliche Moralgebilde der Solidarität war, weil das gibt es nicht mehr. Herr Kloß, ist das Zusammenhalten ein frommer Wunsch der politischen Eliten oder gibt es das, den Zusammenhalt in der deutschen Bevölkerung? Also, ich sag's mal so. Für mich geht persönliche Freiheit mit persönlicher Verantwortung einher. Und wir sind gewählte Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg. Das heißt, primär habe ich die Interessen der Bevölkerung in Baden-Württemberg in Deutschland wahrzunehmen. Mhm. Ich habe keinesfalls italienische, spanische, portugiesische oder sonstige Interessen wahrzunehmen. Dafür werden dort Politiker gewählt. Der Interessenausgleich, der muss dann stattfinden, wenn jeder Vertreter die Interessen seines Landes einbringt. In Deutschland haben wir, wenn wir zum Beispiel für, sage ich mal, Solidarität das Spendenaufkommen ansehen, haben wir immer ein Spendenaufkommen gehabt, das weit über dem Durchschnitt Europas lag. Von daher gesehen sind die Menschen bereit, etwas abzugeben. Aber ich wehre mich gegen einen Automatismus und ich wehre mich auch gegen die Moralkeule,
Deutschland darf seine Interessen nicht artikulieren, denn darauf läuft es hinaus. Und es gehört in diese ganze Gruppe von Ausdrücken, ich kann sie teilweise nicht mehr hören. Mhm. Vielfalt, bunt. Mhm. Ja, was heißt denn das? Das heißt doch nichts anderes, als dass wir unsere nationalen Interessen, und jeder braucht Interessen, um zu überleben, dass wir die opfern sollen auf einem ja pseudo-europäischen Altar. Das kann es nicht sein. Mhm. Herr Sense, können Sie noch mal speziell für die Bevölkerung in Deutschland Ihre Analyse kommen? Ihre Frage war ja der Zusammenhalt, ob da mehr festzustellen ist. Ja. Jetzt meine ich, jetzt blende ich mal aus, dass der Zusammenhalt beim Toilettenpapier aufhört. Nicht? Also das blende ich jetzt mal aus. Ne? Sondern, das wäre ein Indiz für die Stoßrichtung der Antwort. Dass wir auch, sehr im persönlichen Umkreis, haben wir Zusammenhalt gefunden. Die Nachbarskinder haben festgestellt, dass unsere Kinder uns und Enkel nicht besuchen dürfen und haben uns tatsächlich zu Ostern unaufgefordert Häschen vor die Tür gestellt. Und zwar nicht auf Befehl der Eltern. Das war ein schönes Gefühl des Zusammenhalts, das ich gerne wahrnehme. Aber eine Gefahr ist groß, wenn Verteilungskämpfe anfangen, wenn also Maslow wirkt und alle rutschen runter in ein gewisses Existenzminimum, dann kommt es natürlich auch zu Kämpfen. Und wie Bertolt Brecht sagt, Fressen kommt vor der Moral. Mhm. Das ist nämlich das Problem. Und davor müssen wir uns schützen. Wir können uns jetzt in dieser Zeit wahrscheinlich noch einen Zusammenhalt leisten. Aber wenn es um die Existenz geht, dann wird es ganz schnell verpuffen. Deshalb müssen wir alle Faktoren erhalten, die unser Wirtschaftssystem aufrechterhalten, damit es beim Zusammenhalt bleibt. Ich glaube schon, dass die Deutschen immer noch sehr viel Zusammenhalt entwickeln können. Das sieht man an den vielen Freiwilligen, die Vereine aufrechterhalten, die sich um die anderen kümmern. Und es gibt auch viele gute Beispiele, wo man sich auch um die Nachbarn kümmert, die eben jetzt keine direkten Kontakt und Hilfe notwendig haben. Also von daher gesehen bin ich da schon positiver Art, aber es gibt natürlich schon zerstörerische Faktoren. Das ist einmal der Reichtum, aber auch der kulturelle Unterschied, weil sich dann Gruppierungen bilden, die sich gegeneinander ausspielen. Und das wäre das Gefährlichste, was unsere Gesellschaft, die ja schon so stark verändert ist, passieren könnte. Weil wir können ja nicht die Fehler aus der Vergangenheit machen und Menschen, die über Jahrzehnte hier sind und sich einigermaßen eingebracht haben, jetzt wieder nach Hause schicken. Aber wir müssen sie dazu bewegen, dass sie sich der größeren Gruppe anschließen und sukzessive assimilieren, wie das in Deutschland schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten auch gelungen ist. Weil viele Witschkowskis, die Sie in Nordrhein-Westfalen finden, haben auch polnische Wurzeln und die fühlen sich als Deutsche. Und da entwickelt sich dann auch Zusammenhalt. Deshalb bin ich nicht ganz so pessimistisch. Allerdings scheint wohl der Blockwart bei uns nicht ausgestorben zu sein. Nicht? Und es gibt immer wieder Menschen, die meinen, ein Fehlverhalten des anderen anzeigen zu müssen. Ob das eine gute Entwicklung ist, weiß ich nicht. Das muss sich jeder selber fragen. Ich selber finde es nicht gut. Man kann durchaus auch persönlich auf den anderen zugehen und sagen, hier, vielleicht ist da dein Verhalten falsch, ändere das mal. Und dann komme ich mit ihm in Diskussion und das entwickelt dann wieder Zusammenhalt. Aber das Denunzieren und den Anrufen, das entwickelt keinen Zusammenhalt. Das sollte man auch denen sagen. Aber das ist ein schöner Ausblick eigentlich. Ja. Vielen Dank. Der erste Teil Ihrer Antwort wäre auch perfekt geeignet gewesen, um auf das Thema von unserem nächsten Livestream überzuleiten. Da geht es nämlich dann um die Versorgungssicherheit. Ja? Meine Damen und Herren, ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen. Wie immer am Donnerstag um 19 Uhr, wie gesagt, zum Thema Versorgungssicherheit dieses Mal. Alle Livestreams können Sie auch als Aufzeichnungen im YouTube-Kanal der baden-württembergischen AfD-Fraktion finden. Oder Sie gehen im Internet auf www.afd-fraktion-bw/termine. Auch dort finden Sie alle Aufzeichnungen und den Ausblick auf die kommende Sendung. Ja, und jetzt darf ich mich bedanken bei Ihnen fürs Zuschauen zusammen mit Dr. Heiner Merz mit Emil Sense und Rüdiger Kloß. Und wir möchten uns bei Ihnen verabschieden. Wir wünschen noch einen wunderbaren Abend. Vielen Dank auch fürs Zusehen. Dankeschön.